Hallo, liebe Zuschauer. Wir begrüßen euch wieder zum Fadenhexer. Und ihr seht schon, ich habe ganz viel Menschen um mich versammelt. Unter anderem natürlich auch unser ganzes Team ist hier wieder dabei, was diesmal wieder etwas größer ist. Wir haben wieder fast normale Stärke am Personal, was heißt Personal, Kameraleute hier, die die ganze Sendung einfangen werden. Und ich hoffe natürlich für euch auch wieder mit vielen tollen Anregungen, Ideen. Und ich habe natürlich wieder ein paar tolle Gäste dabei. Da ist einmal die Heidi, natürlich Ladies First. Ja, neugierig wie immer. Ja, neugierig wie immer. Sie war übrigens gestern bei mir zu einem wunderbaren Kurs. Sie wird jetzt Digital Queen. Nein, nein, das dauert, das dauert. Ja, gut, aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Aber du bist auf dem Weg. Ich habe dich infiziert. Okay. Ja, okay. Dann haben wir dabei den Dr. Elten Kreativ, eigentlich Norman Kamrat, kann man ihn auch kennen. Ja. Ja, ich war ja auch schon mehrfach hier. Macht ihr also auch ganz tolle Unterstützungen in dem Bereich. Auch bei Blabla Café war er schon, bei One war er dabei. Ja. Und er ist immer ein gern gesehener Gast, weil er kennt sich auch fantastisch aus mit den Plottern. Da muss ich zugeben, da hat er viel mehr Erfahrung als ich. Ich bin da Neuling, aber da kann man, da tauschen wir uns immer gegenseitig aus. Und heizen uns an, wir müssen das und das probieren. So sind auch viele Projekte für das nächste Heft schon in Arbeit, die dann auch wieder mit dem Plotter zusammenhängen oder eben mit der Stickmaschine und natürlich mit der Software, kommen wir natürlich. Und dann haben wir den Matthias dabei, von Leonid Matthias, dem Modelabel aus Frankfurt. Und da haben wir natürlich auch wieder tolle Ideen. Er zeigt verschiedene Möglichkeiten der Oberflächenbehandlung, die jetzt vielleicht nicht unbedingt zum Quilten gehören oder zum Patchen, aber man kann das, und das haben wir auch schon oft gesehen jetzt in der Zwischenzeit, dass einige Damen anfangen, das auch zu benutzen, um einfach eben neue Perspektiven auf die Oberfläche zu bekommen. Denn es ist ja einfach, das kannst du bestätigen, mit den neuen Techniken, auch jetzt nicht mehr nur noch in ganz hohen Preisen, fantastisch möglich. Und du zeigst uns nachher auch was zum Thema. Du hast Bänder mitgebracht und einen Bandstickapparat, mit dem man dann mal zeigt, was alles an Technik heute möglich ist. Da werden wieder viele sagen, ja, das geht aber nur mit den teuren Maschinen. Nein, es gibt jetzt auch schon eine, die ist etwas preiswerter, die das auch schon kann. Wir zeigen die Maschine nachher mal. Ja, und, aber was du schon sagtest hier, diese Bänderarbeit kann ich mir schon auf dem Kilt auch wieder gut vorstellen. Ja, weil es ist, wie gesagt, Motiv ist kompatibel. Ja. Man kann zum Beispiel jetzt dann eben ein Stippling mal eben auch mit Bänderform drauf arbeiten. Und man kann aber auch die Bänder dann mit ganz verrückten Effekten dazu bekommen. Ja, also da ist ganz viel. Wenn du diese Form schon hast, das geht schon wieder los, der Kopf arbeitet. Die könnte man doch, du hast das ja in eine Stickmaschine eingegeben, ne? Und dann lässt du das ja laufen. Ne? Genau. Und da, wie gesagt, man kann. Toller Effekt. Ja, deswegen wollen wir das zeigen. Also, wir zeigen heute hier nicht bombastisch viele Sachen, sondern wollen ein paar kreative Anregungen geben. Natürlich, wie gesagt, hat der Matthias aus der aktuellen Kollektion ein paar Teile mit und will einfach mal ein bisschen darüber reden. Und ich finde es ganz toll. Leonid ist leider zu Hause geblieben, aber vielleicht kommt das nächste Mal, dass wir vielleicht mal beide kommen. Genau. Und dann machen wir hier so eine Modesession. Vielleicht kriegen wir die Inge noch mit dazu. Dann haben wir hier machen wir einen Modetalk. Machen wir einen Modetalk. Du kennst Inge noch nicht? Nein. Oh, das ist aber Zeit. Ich habe ein Buch von ihr, habe ich geschenkt bekommen von einer Kursteilnehmerin, die war bei ihr. Mit Widmung, da bin ich ganz stolz drauf. Kann ich die auch ins neue Heft reinschreiben? Ja, nur mal kurz zur Information, wir haben unser Heft ja fertig, das Nummer 8, ja, Ausgabe Nummer 8 ist fertig mit ganz vielen Sachen zum Thema Applizieren, da geht es los, es gibt wieder ein paar Sachen noch zu den Buchstaben, also es ist wieder vollgefüllt mit allen möglichen Informationen, Ideen, ist ab sofort im Handel zu erhalten und ja, und da sind auch Sachen von ihm drin, unter anderem die Jingle Balls, ja, nicht die Jingle Bells. Das können wir hier mal kurz zeigen, was das ist. Also wir haben das hier mal, wir sind eigentlich auf den Titel gekommen, weil es gibt ja Glocken zu Weihnachten, das sind dann die Jingle Bells und es gibt weihnachtliche Motive in Form von Kugeln, also Balls, da kam der Name her. Alles andere nicht. Ja? Okay. Wir fangen mal erstmal mit dem Bereich an PC an. Du startest schon mal so ein bisschen deine Maschine. Ich habe vorbereitet. Ich bin vorbereitet. Du bist vorbereitet. Wir können später zu mir kommen. Okay, alles klar. Er hat mich gerade eben eingeladen, zu ihm zu kommen. Okay. Der Norman wird sich nachher mit dem Thema Quilt also Crazy Quilt beschäftigen. Ja, du hast mich so ein bisschen infiziert. Ja, das ist, ja, das ist ja, toll. Das ja, das gehört sich so. Ja, man muss ja mal was Neues ausprobieren. Crazy Quilt, da werden, Crazy Quilt, da werden einige natürlich mir entgegnen, macht man in Verbindung mit einer Nähmaschine, klar kann man das machen, aber es gibt auch die Möglichkeit, eben das auf einer Stickeinheit zu machen. Und da gibt es ein paar ganz tolle Vorteile gegenüber der klassischen Handstickerei oder Handquilterei. Ich will keinem hier erklären, du musst das jetzt so machen. Ich sage immer, macht, was ihr wollt, so wie ihr eure Techniken am besten könnt, wie ihr sagt, das ist für mich einfacher. Oder man kann es ja auch mixen. Ich muss ja nicht alles auf der Stickmaschine machen oder immer nur nähen. Also da gibt es alle möglichen Varianten, die man dann eben nutzen kann. Also hier, wie gesagt, das ist unser Thema heute. Und auch gleich vorweg, weil dann immer kommt, geht das auch mit dickeren Materialien. Ja, wir haben also hier zum Beispiel ein normales Volumenvlies drunter. Auch das geht, dann bekomme ich natürlich gleich diesen fülligeren Effekt. Also auch da kann jeder spielen, ob er das jetzt erst so macht und später die Wattierungen einbringt oder eben gleich mit auf den Wattierungen stickt. Ich weiß nicht, habt ihr das schon mal gemacht mit dem PC? Also noch gar nicht. Also es ist relativ einfach, weil man sagt, das heißt, oh, das ist bestimmt schwierig. Die einfachste Variante ist, man geht einfach in den Laden und kauft sich fertige Muster, klar. Das ist also machbar und ich kann die dann also eben direkt nacharbeiten. Und hier ist es dann auch schon das Schöne, wenn ich diese Magazine bekomme oder es gibt auch fertige Muster im Internet, dann kann ich mir hier immer solche Designblätter ausdrucken. Das muss ich machen, weil sonst rutscht es ab. Ja, und da sieht man eigentlich schon ganz gut, was hier ist. Hier sind die Schnitte schon mal vorgegeben für die Teile. Hier sind die Einteilungen zu sehen. Also ich kann das auch wirklich im Vorfeld mir alles so vorbereiten, dass es nachher dann auch relativ schnell geht mit der Stickerei und mit dem Stoff ansetzen. Viele sagen dann auch immer, ob ich das so gut hinbekomme. Da seht ihr das schon, das ist eigentlich recht einfach gemacht. Ich habe meine Teilenummern und wenn ich mir nachher dieses Bild anschaue, die Kamera 5, ja. Das heißt also, wir haben dann hier nochmal diese Nummerierungen und dadurch kann ich mir das genau einteilen und sehe auch, wo was nachher hinkommt. Der Vorteil, wenn ich mir haben wir ja schon mal drüber gesprochen, wenn ich diese Teile so in dem Programmbereich drin habe, dann kann ich das auch an den Plotter wieder schicken und kann mir diese Teile inklusive dieser Nähte oder Nahtzugaben auch ausplotten und dann kann ich danach arbeiten und weiß auch genau, wie ich das anlegen muss. Da gibt es also Anlegemarken, die man ja auch von der normalen Schnitttechnik kennt, dass ich also sage, okay, Teil 3 muss dann eben entsprechend an diese Nummer angelegt werden. Das sehe ich dann ja mit diesen entsprechenden Zahlen auch. Also das ist eine ganz tolle Sache. Und für Leute, die 9 und 6 immer durcheinander bringen, haben da sogar einen Punkt dran gemacht. Ja. Das ist also auch möglich mit den modernen Programmen heute. Und viele sagen natürlich, das ist wahrscheinlich auch sehr kompliziert. Also wir haben hier an dem Rechner das schon mal vorbereitet. Ihr seht das schon, ich habe jetzt hier einfach Linien gezeichnet. Das würde ich mir jetzt einmal ausdrucken und mir dann die Zahlen ranschreiben. Also hier, wenn ich mir das... Achtung. Ja, das heißt, dass ich kann hier auf dem Bildschirm diese Zeichnungen erstellen, dann würde ich mir das einmal ausdrucken und dann kann ich mir genau reinschreiben, Reihenfolge 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, dann kann ich mir die Nummern reingeben, weil dann weiß ich auch meine Stichreihenfolge. Und das sieht man also hier auch ganz gut, wenn man das mal vergleicht. Das ist ja zwar ein anderes Muster, aber die Technik ist die gleiche. Das heißt, ich habe immer meine Teile schon zu sehen. Und was hier also auch noch dazu kommt, ich kann auch gleich sehen, in welcher Richtung muss ich denn den Stoff reinlegen mit dem Muster, damit ich dann nachher auch den Effekt erhalte. Das wäre dann die gedruckte Variante, mit den Zahlen selber reingeschrieben. Ich könnte sie mir natürlich auch hier auf dem Bildschirm eingeben, aber das muss ich sagen, dauert mir zu lang. Drucke ich aus, schreibe das rein, fertig. Hier haben wir das natürlich schon ein bisschen vorbereitet, das heißt, das Motiv ist hier fertig. Und jetzt kann ich hier das übernehmen und jetzt habe ich es im Digitalisieren. Hier würde ich also auf alle Fälle erstmal, wenn ich jetzt zum Beispiel andere Stoffe noch drunter haben möchte, zum Beispiel dieses Volumenvlies oder irgendwelche Einlagestoffe, die ich also so wie wir es hier haben, dann kann ich diese Stoffe gleich festnähen. Das heißt also in dem Fall würde ich mir hier von vornherein schon mal eine Freihand eine punktgestaltete Linie machen, und zwar nur eine Umrandung. Das heißt also, hier würde ich praktisch mit der Steuerungstaste einfach hier direkt auf die Ränder, natürlich ein bisschen genauer, nur, dass man es sieht. Ja, und dann würde ich das natürlich jetzt nicht, aber ich habe es extra bewusst gemacht mit Satinstich, würde ich in einer Stepplinie machen. Das kann ich ja nachträglich noch verändern, wenn ich sage, okay, jetzt habe ich alles markiert. Dann kann ich mir natürlich das hier jederzeit in eine ganz normale Stepplinie umwandeln. Und das ist eine Hilfe, weil die fixiert mir jetzt alle meine Einlagen, wie zum Beispiel, also ich habe ja immer einen Grundstoff, ja, den spanne ich auch ein, das kann man hier drüben schon sehen. Wenn man das mal sich anschaut, da ist der Grundstoff eingespannt. Und dann kann ich alle meine Sachen, die ich brauche, wie Volumenvlies oder vielleicht noch eine Stabilisierung noch dazwischen, einfach auflegen. Und das wird mit dieser Umrandung dann erstmal fixiert. Und dann habe ich natürlich schon einen Vorteil, die Stoffe arbeiten da drinnen nicht mehr. Ja. Oder nicht mehr so extrem. Mhm. Ganz verhindern kann man es nicht. Mhm. Aber dann habe ich eben die Möglichkeit zu sagen, okay, das ist fixiert. Ja? Mhm. Und dann wird digitalisiert, und zwar, da muss ich anfangen, also da habe ich ja dann hier meine Vorlage, das heißt, ich fange entsprechend an, dieses Mittelteil wäre jetzt meine Nummer 1. Das heißt also, hier kann ich auch wieder mit einer Linie arbeiten, also auch wieder die Linie, und da gehen wir natürlich jetzt gleich auf Laufstich, sonst muss ich das ein paar Mal machen und wieder ändern. Und jetzt beginne ich hier mit einem Punkt. Das ist meine erste Linie. Wie gesagt, ich mache das jetzt schnell, und im Sitzen ist es ein bisschen besser, wenn man davor sitzt. So, und jetzt habe ich hier mein erstes Teil. Das wird festgenäht. Jetzt können wir es gerade mal hier zeigen. Ja. Das wäre jetzt praktisch hier so ein Mittelteil. Das wäre die Nummer 1. Das heißt, das wäre jetzt fertig. Dann muss ich mir überlegen, Teil Nummer 2 wäre jetzt zum Beispiel das hier. Das heißt, ich brauche hier nochmal eine Linie von hier. Ja, so, nach hier. Die würde jetzt dieses Stoffteil festnähen, und zwar immer, und das sieht man hier ganz gut, mit der linken Seite nach oben. Und wenn das festgesteppt ist, dann kann ich es rumdrehen mit ein bisschen, wie heißt das schön, Fingerbügeln, dass das also glatt aufliegt. Und dann würde ich die nächste, und so baue ich jede Fläche auf. Das muss ich natürlich hier auch schon entsprechend, damit ich diese Stepplinien bekomme, damit ich weiß, wo wird das festgenäht, und dann, also da wird es festgenäht, und dann kann ich das einfach aufklappen und so mich von innen nach außen arbeiten. Das geht aber nicht nur mit solchen Motiven, das kann ich genauso gut auch mit Blockmotiven machen, dass ich zum Beispiel sage, ich habe in der Mitte ein Viereck, eins dran, auf der anderen Seite eins dran, von unten einen dran, von oben einen dran, also ich habe es jetzt gerade genau umgekehrt gemacht, mit dem Kopfstand wäre es jetzt richtig gewesen, also wie gesagt, hier die beiden Sachen kann ich mir dann also entweder so ganz crazy machen oder auch wirklich klassische Blockformen. Und da kommt auch immer die Frage, in welcher Größe kann man das machen? Das kannst du in jeder beliebigen Größe machen. Also das ist ja auch, du kannst ansagen, ich habe nur kleine Rahmen von 10×10, dann mache ich mir halt kleine Blöcke. Ich kann aber auch genauso gut mit einem großen Rahmen auch einen quadratischen Block erzeugen. Das habe ich ja jetzt hier auch auf dem Bildschirm gemacht. Das ist also jetzt ein größerer Rahmen. Es gibt auch Quiltrahmen speziell dafür, dass ich also von der Größe her die optimale Größe habe. Mhm. Und es gibt zum Beispiel Magnetrahmen. Also ich kann das mit jedem Rahmen eigentlich machen. Und egal welche Größe, es muss halt immer für sich entschieden werden, habe ich große Blöcke, mache ich lieber kleine Blöcke. Ich kann es ja auch mixen. Ich kann ja auch sagen, okay, ich mache große und kleine Blöcke. Also da ist auch keine Grenze. Ja? Mhm. Und bei den Crazy Quilts ist es ja dann auch immer noch, dass man am Schluss ja diese Musterungen drüber setzt. Ja? Der Vorteil jetzt, wenn ich es in der Quilteinheit mache, in der Stickeinheit, Entschuldigung, Quilteinheit, vielleicht kommt sowas mal, dass man ja, Quilt einspannt. Aber hier bei der Stickeinheit habe ich jetzt auch die tolle Variante, wenn ich normal nähe mit der Nähmaschine, fängt ja der Stich hier an und meine Linie hört hier auf, aber dann kann es mir ja passieren, dass mein Stich nicht komplett fertig wird. Ja, das heißt, der hört mittendrin auf. Dann sagt man mir immer, es ist ja gewollt, aber ich möchte es eben exakt haben, und das ist der Vorteil der Stickeinheit. Und mit der Software, da kann ich nämlich, wo ich anfange bis zum Ende, verteilt mir das Programm automatisch auch in der Größe das ausgesuchte Muster. Mhm. Ja, also es fängt mit einem Mustersatz an und hört mit einem Mustersatz auf. Und das ist völlig egal, ob das jetzt diese klassischen Muster sind, hier ist ein Mäandermuster oder hier da haben wir lauter kleine Fächer. Also da kann jeder auch dann spielen mit den Größen, mit den Effekten. Und hier haben wir jetzt eben mit einer Farbe, ich könnte genauso gut Metallic-Garne benutzen. Also auch da ist wieder alles offen. Das ist ja das Schöne bei der Maschine, dass ich jetzt auch mixen kann und sage, ja, jetzt mache ich das so, das mache ich mit dem Faden, ich nehme da mal einen Ombre-Faden. Es ist alles machbar. Heidi, was habe ich immer im Kurs gesagt? Oh, so vieles. Aber zwischendurch kam immer, macht doch, was ihr wollt. Mach, was ihr wollt, also, ja genau. Weil das ist ja das Schöne, alle die Programme und die Maschinen sind ja dafür da, dass ich wirklich fast in der Zwischenzeit fast alles machen kann. Es gibt natürlich Ausnahmen, aber ganz viele Elemente, die heute mit der Stickeinheit auch möglich sind, findet man aber auch in den klassischen Techniken und umgekehrt genauso. Also man muss heute nicht mehr sagen, ja, das geht nur da oder das geht nur so. Einfach probieren. Also wir haben auch schon viele Sachen probiert, wo wir gesagt haben, das geht mit der Hand, also muss das auch irgendwie mit der Maschine gehen. Es gibt natürlich ein paar Sachen, wo man einfach sagen muss, das geht weder mit der normalen Nähmaschine noch mit der Stickmaschine. Das sind klassische Handtechniken, die ich vielleicht auch gar nicht verändern kann, sondern das ist wirklich nur mit der Hand möglich. Ja? Muss man einfach sagen. Also deswegen aber... Es wäre ja auch schlecht, wenn man jetzt abends mal nicht sich hinsetzt und da vielleicht irgendwas häkelt oder zum Beispiel häkeln geht mit keiner Maschine. Das ist immer Handarbeit. Ne? Ja. Da haben noch nicht mal die Chinesen was erfunden. Ja, guck. Okay. Wir haben da natürlich auch ein bisschen was vorbereitet. Also hier, wie gesagt, vorbereiten, das Motiv dann an die übertragen. Ich zeige das jetzt noch schnell mit der Motivlinie, weil ich kann ja hier, das ist auch in allen Programmen. Also was wir jetzt hier zeigen, ist unabhängig von dem Programm, was es gibt, weil das geht eigentlich mit jedem Programm. Weil das eigentlich nur Linien und Muster sind. Fertig. Hier mache ich keine speziellen Techniken. Ich muss nichts irgendwie füllen oder schauen, wie ist die Laufrichtung. Das ist völlig egal. Sondern ich kann wirklich jetzt hier sagen, ich mache eine Motivlinie. Bei manchen anderen heißt es dann Designlinie. Also da muss man einfach mal in seinem Programm schauen. Und jetzt habe ich halt hier den Vorteil, ich kann hier sagen, ich mache jetzt das einfach mal wahllos rein. Ich meine, auch da müsste ich eine Logik reinbringen, aber manchmal arbeite ich unlogisch. Aber es funktioniert immer irgendwie hier und hier am Schluss einfach ansetzen. Und jetzt klicke ich das an. Und jetzt habe ich hier meine Linie. Und jetzt sehe ich ganz genau, hier ist mein Startpunkt. Es ist ein Stern. Und ich habe den Endpunkt. Und das ist ein Stern. Also ich habe nicht mittendrin irgendwo eine Unterbrechung. Und das ist halt eben auch eine Variante. Ich kann das natürlich markieren. Und jetzt haben wir die Eigenschaften, bei anderen heißt es Optionen, die auch da einfach mal schauen, was im Programm drin steht. Ja, das heißt, ich möchte jetzt vielleicht lieber Herzchen hier haben. Und das ist auch so, die Herzchen werden über die Mitte dieser Linie gesetzt. Das heißt also, diese Linien, diese Musterungen, wenn ich die nachher auch absticke, dann habe ich hier drunter exakt meine Stepplinie. Das heißt also, das wird gemittelt. Das heißt, immer links und rechts gleichmäßig verteilt. Und dadurch habe ich natürlich, das könnte ich natürlich mit einem Ditch-Quilting-Food auch machen, dass ich den dann da nehme, damit ich genau in der Naht diese Sachen nähen kann. Also immer machbar so oder so. Auch da muss ich sagen, ich will ja keinen von überzeugen, dass er das nicht mehr mit der Hand machen soll. Nein, nein. Weil es gibt ja auch da wieder Techniken, wo ich dann bestimmte Fäden brauche, die vielleicht mit der Stickeinheit gar nicht so schön werden. Deswegen mixt. Ja, das Tolle ist ja, ich zieh die Stickeinheit ab, anderes Füßchen ran und ich kann ganz schnell auch alles mixen. Ja, ja. Ja, das habe ich vor zig Jahren mal gemacht. Da hatte ich so ein Weihnachtsmotiv, so ein Nikolaus, eine dicke Watte runter. Einen Teil habe ich mit der Maschine und einen Teil dann halt von Hand, weil das dickes Garn war. Ja. Ne? Und das, wie gesagt, mit der Maschine geht wirklich, ich weiß nicht, Jeansgarn ist doch dicker. Würde aber auch gehen, ne? Kannst du auch nehmen, ja. Dann nimmst du nur eine Nadel halt mit dem größeren Öhr. Genau. Nicht unbedingt eine Jeansnadel, weil die wieder anders geschliffen sind. Aber da könntest du zum Beispiel wieder zurückgreifen auf eine ganz normale, grobere Sticknadel. Und das wäre überhaupt gar kein Thema, ja. Es ist ja so, ich kann ja hier auch in dem Programm, und das zeige ich jetzt auch mal schnell noch, es ist ja jetzt hier mit dem, mal ein neues Programm aufmachen, neu. Da brauchen wir einfach ein Fenster ohne alles. Das ist also hier jetzt unser, haben wir gestern kennengelernt, den Wizard. Ja? Genau. Das heißt, hier gebe ich das einfach vor. Und hier ist es jetzt, ich habe eine tolle Funktion, die gibt es auch in allen Programmen, das sind Schnellfunktionen. Ich nehme einfach eine Form, und zwar in dem Fall das Quadrat, weil ich möchte, die Quills werden ja meistens quadratisch angelegt, manche auch mit Dreiecken oder Sechsecken, das kann man natürlich auch, jeder wie er das eben dann möchte. Und jetzt habe ich hier einfach, brauche ich nur dran klicken, und jetzt habe ich hier schon einen Rahmen. Ja, und jetzt kann ich dann auch sagen, ja gut, ich möchte aber gar keinen Rahmen haben. Das ist also auch möglich, dass ich also das einfach ganz komplett ändere, dass ich sage, okay, in den Eigenschaften. Und zwar gehe ich jetzt hier raus und sage, ich möchte keine Umrandung. Und als Füllung hätte ich ganz gerne einfach eine, jetzt muss ich nur gucken, Quillstippel. Das heißt auch bei jedem anders, aber das sind im Prinzip die gleichen Techniken. So, und jetzt habe ich hier im Prinzip Stippling. Weil das ist zum Beispiel eine Herausforderung bei vielen Quilterinnen. Also ich kenne einige, die machen das super perfekt. Das kann man von Maschinen nicht unterscheiden. Ne? Mhm. Ja. Ja. Aber das Stippling ist ja genau das, was ich jetzt sage. Wenn ich Stippling mache, muss ich natürlich sehr exakt arbeiten und ich muss aufpassen, es darf sich ja nicht kreuzen, weil dann ist es kein Stippling mehr. Mhm. Also für jemanden, der noch nicht so fit ist, auf einer Maschine mit dem Stippling ist das immer so eine Sache. Da kann er sich aber auch mit der Stickeinheit eben entsprechend durchmogeln, sagen wir es mal so, aber man kann es auch bewusst machen. Und hier ist es dann auch nochmal so, wenn ich jetzt hier in die Eigenschaften hineingehe, das wäre mir jetzt eigentlich viel zu groß. Das heißt, ich kann diese Abstände auch beeinflussen, dass ich sage, okay, ich möchte das kleiner haben. Und dann gibt es hier eine Technik, und das ist auch gestippelt. Und das ist sehr, sehr fein gestippelt. Eine Frage? Keine Frage, sondern eine Ermahnung. Warum? Was? Wenn du etwas am Laptop erläuterst, nicht mit dem Finger über den Bildschirm gehen, sondern bitte beweg die Maus, weil das können wir direkt zeigen. Okay, alles klar. Danke. Danke. Okay, wir bewegen die Maus. Also hier ist es jetzt, wie gesagt, so, wir haben das umgestellt jetzt auf so eine Art Mikrostippling. Das heißt also, es sind sehr kleine Stiche und sehr kleine Meander. Und das kann man auch mixen und dass man sagt, okay, ich mache eine Fläche mal in grobem Stippling, wie wir es gerade eben hatten, oder ich nehme das hier eben mit diesem kleinen Stippling. Und dann mixe ich einfach immer eine Fläche so und habe auch schon wieder eine Art Quilt. Ja? Ja. Also hier alle Möglichkeiten offen. Auch da wieder, indem ich also hier sage, entweder die Technik oder wir gehen eben, ich mache es nochmal ein Stück zurück. Ja, das heißt, ich kann einen größeren Abstand eingeben. Das war jetzt ein bisschen sehr klein. Und dann habe ich auch den normalen Bereich wieder. Das heißt also, hier haben wir gröberes Stippling. Und das kann ich also auch immer weiter wegnehmen und kann praktisch auch sagen, ja, ich mache mir 3, 4 verschiedene Füllungen und sage, die nehme ich immer im Wechsel. Ja. Ja? Und da kann man wieder mit Garnen arbeiten, dass ich sage, ich nehme mehrfarbige Garne oder ich nehme einen Silberfaden in dem einen und das andere ist dann mit einem Ombre oder mit Frileen, irgendwelche Effekte einfach mit einarbeiten. Ja. Weil man muss ja einfach sagen, die heutige, also so ein Crazy Quilt, der lebt ja von der Oberfläche. Ja, das heißt also, ich kann dann auch entsprechend Oberflächen miteinander kombinieren, dass ich ihm sage, okay, hier Stippling und dann wieder Crazy Quilt. Also auch das kann ich ja miteinander zusammenbringen. Auch da Möglichkeiten ohne Ende. Und da haben wir ja ein Beispiel mit einem Kissen. Das Kissen ist jetzt eben einfach 4 von diesen Platten und man sieht hier schon, es sind nicht immer die gleichen Farben an der gleichen Stelle, sondern da ist einfach mal die Farbe ist an der Stelle, hier haben wir eine ganz andere Stelle. Also man kann auch dann da mit Hilfe von den einfach unterschiedlichen Stoffanordnungen arbeiten. Und das ist natürlich eine tolle Resteverwertung, weil es bleibt ja bei jedem Stoff immer irgendwo eine Schnittmenge da, also wo ich sage, dass, ansonsten würde ich es vielleicht wegwerfen. Alle diese kleinen Teile aufheben, ganz, ganz tolle Sache und dann eben entsprechend bei jedem sagen wir mal, irgend so eine Plastikbox hinstellen und immer alles rein. Und irgendwann hat man so viele Reste und Farben. Ja. Da kann man so toll anfangen zu spielen. Was passt zusammen? Habe ich eine Ermahnung? Nein, keine Ermahnung diesmal. Du bist in einem ganz hervorragenden Redefluss und darum wusste ich gar nicht, wann ich dich unterbrechen sollte. Aber okay, es sind so viele Fragen da. Fragen geht so. Zuerst einmal Komplimente an dein Hemd. Siehst du, ich habe es doch tatsächlich gewusst. Gut an. Ich habe es gewusst. Das Styling von Heidi und von Matthias wird natürlich auch wieder gelobt. Dankeschön. Danke, danke. Vielen kleinen Details bei dir fallen wohl immer auf. Ja. Bei dir am Kragen. Oh ja. Bei dir am Kragen? Ach, bei mir? Ja. Ah, okay. Oh, ja. Okay, danke, danke. Also man muss aber zu sagen, das muss ich jetzt mal sagen, Sie sind in der Zwischenzeit der Hofschneider von meinem Mann. Ja? Der kauft nichts mehr von der Stange. So, und nun zwei Fragen. Zuerst von der Susanne. Würde wohl Hologrammgarn gehen oder ist das zu knifflig für so Sterne? Könnte ich mir das für Weihnachtsmotive gut vorstellen. Also wenn sie das Holoschimmer meint, das kann sie benutzen. Das ist ja so ein... In die Kamera. Entschuldigung. Ja. Das heißt also, wir haben also Holoschimmer, das kann man schon benutzen, aber dann natürlich bitte eine entsprechende Nadel verwenden, weil das ist immer das Kritische. Das Garn ist es nicht mal das Problem, sondern die Nadel. Und in dem Fall empfehlen wir natürlich entweder eine Metallic oder eine Topstitch-Nadel, ja, weil die Fäden sind ja relativ dick. Und das würde bei einer normalen Sticknadel doch immer wieder dazu führen, dass es sich aufreibt. Und natürlich immer der Tipp, eben auch wenn man Garn metallisch verarbeitet, immer langsam. Richtig, langsam. Und da ist der langsame Effekt meistens schneller, als wenn ich dauernd trenne. Ja. Ich sage auch immer, lieber eine langsamere Stufe, ne? Und dann loslegen und dann gucken, wie sich das entwickelt. Ja. Und dann vielleicht stufenweise aufstellen. Genau, kann man testen. Aber, die Zeit vergeht dann so schnell. Ja, aber andererseits muss man sagen, weil es heißt immer, kann man das schnell sticken. Das ist ja auch wieder das Thema der Stichbildung. Habe ich lange Stiche, wird die Maschine sowieso langsam, egal ob ich sie vorher schnell oder langsam eingestellt habe. Ja. Okay, Holoschimmer konnten wir hoffentlich beantworten. Ich denke schon. Gut. So, und eine zweite Frage. Schön für die rote Kamera. Beim Mikrostippling wird das nicht zu hart, weil es zu dicht ist? Nein, wenn man das einfädig nimmt, geht es ohne Probleme. Wenn man natürlich jetzt sagt, ich nehme einen Vierfachstich oder einen Dreifachstich, dann wird es schon etwas fester, aber eigentlich nicht. Also wir haben es für ein Quilt mal gemacht. Logisch, es wird, weil es eine kompaktere Füllung ist, aber es ist nicht so, dass man sagt, es wird ein Brett. Das ist wahrscheinlich der Hintergrund. Und man muss immer dazu sagen, wenn wir diese Sachen quilten hier, also diese, da haben wir eigentlich immer nur eine Basis, die man nachher wieder wegnimmt. Und es bleibt ja eigentlich nur der Stoff übrig mit dem Stippling. Das würde ich natürlich jetzt nicht unbedingt mit einem Volumenvlies machen, weil da ist der Effekt weg und dann wird es natürlich fester. Also da muss man ein bisschen probieren. Aber generell von der Stippling-Technik her wird es nicht zu fest. Ja? Noch eine Frage? Mikro an? Ah, Mikro an. So, nein. Okay. Sag mal, Holger, wie machst du das bei dem Quill, der 2 auf 2 Meter ist? Nimmst du dann einen Endlos-Stickrahmen? Nein, es werden ja hier immer diese Teile gemacht. Und das ist ja, dass man setzt die ja so wie dort dann mit Bahnen, entweder mit Bahnen zusammen, man kann es auch direkt aneinander, das ist also dann auch wieder, deswegen haben wir ja jemals hier diese kleine Schnittkante übrig. Das heißt, ich kann jetzt hier Teil auf Teil nähen. Kann ich mal gerade das sagen? Also ich könnte jetzt auch das zusammennähen, das heißt, das würde ich dann natürlich mit der normalen Maschine machen, das heißt, die Teile aufeinander nähen und dann am Schluss werden die ja dann auseinandergeklappt. Ja? Oder eben man nimmt sich dann diese Stoffstreifen und näht die noch dazwischen. Da muss auch wieder jeder entscheiden, wie möchte er denn diese Techniken verbinden. Ne? Also ich könnte jetzt auch zum Beispiel hergehen und sagen, ich mache hier ein Stippling-Muster drauf. Geht ja auch, dass ich dann praktisch da drin diese Stipple-Effekte zwischendrin setze. Muss jeder dann überlegen, da muss man wirklich sagen, wo will ich hin, wie soll das aussehen. Man muss natürlich bei einem Quilt, das muss man natürlich sagen, egal, auch wenn der so hergestellt wird, sich im Vorfeld ein bisschen Gedanken machen, wo soll nachher welche Fläche hin, möchte ich vielleicht auch, ich kann ja auch sagen, ich fange auf einer Seite mit dunklen Quadraten an und dann wird es in eine Richtung immer heller mit den Farben. Oder ich fange von der Mitte aus mit einem dunklen Element an und werde nach außen heller. Also da kann man ja auch noch ganz viel spielen mit Farbzusammenstellungen, mit Farbigkeiten von den Teilen. Ja. Ich meine, wir haben jetzt hier extra bewusst ein bisschen kräftigere Sachen genommen, weil einfach damit einfach auch das erstmal besser zu sehen ist. Ich kann das auch Ton in Ton machen oder ich nehme einfach nur unterschiedliche Materialien in Ecru oder in Blau, dass man einfach sagt, ich mixe halt vielleicht heute mal einen Jeansstoff mit einem normalen Stoff. Ich muss ja auch heute nicht mehr den klassischen Quillstoff nehmen, ja. Das ist, ich kann den nehmen, aber ich kann mir auch genauso gut sagen, ja, ich hau einfach alles durcheinander. Mhm. Was wir auch gemacht haben, die Jacke habe ich leider nicht mehr. Ich hoffe, dass ich sie dann wieder neu machen kann. Es ist eine Weste, da haben wir die Quillstoffe vorher bestickt und dann zugeschnitten und daraus eine Weste im Crazy Quilt gemacht. Mhm. Also das heißt, wir haben den Originalstoff genommen, so wie jetzt vielleicht hier, haben den einfach zerschnitten. Entschuldigung, erstmal bestickt mit irgendwelchen passenden Motiven, mit passenden Stichen, die dann ausgeschnitten und dann daraus eben diese Crazy Patch als Meterware gemacht und dann zugeschnitten zum Nähen eines Westenvorderteils. Haben wir ganz tolle Effekte gehabt mit so realblauen Tönen, mit Goldstrickereien drauf. Also da ist auch keine Grenze gesetzt. Das ist ja auch wieder so ein Teil, was gar nicht... Das ist nur einmal. Das gibt es nur einmal, ja. Und ich finde, da sollte man sich auch, wenn man weiß, das sind so eine Unikate, ruhig auch ein bisschen mehr Zeit lassen und eben dann auch da beim Material drauf gucken, dass ich ein schönes Material habe. Und es gibt ja heute etwas, das haben wir hier drüben. Jetzt muss ich ja aufpassen, sonst kriege ich... Ja, das heißt also, hier haben wir ja solche Sachen, das sind diese Fat Quarters. Ja, ein bisschen zurück, ich glaube, dann ist es besser. Das heißt also, wir haben einmal hier diese Packungen und das kriegt man auch bei jedem gängigen Stoffgeschäft. Die haben immer solche Reste, was heißt Reste? Die schneiden die in passende Größen zu, die sind dann meistens auch farblich aufeinander abgestimmt. Und was natürlich ganz toll ist, das gibt von der Firma Gütermann in der Zwischenzeit zu diesen Kollektionen, die anbieten, auch die entsprechenden Fat-Quarter-Packungen, das sind immer schwierige Worte, Fat-Quarter-Packungen, und das ist jetzt die Kollektion Natural Beauty, das sind also alles so englische Teerosen und alles in der Richtung, also da kann man heute wirklich ganz toll machen und man kann das ja dann wieder mixen mit Resten, die man zu Hause hat, also ich muss nicht immer für den ganzen Quilt alles kaufen, weil man kommt mit diesen Packungen schon recht weit. Und da sind wir übrigens bei einem der ersten Gewinne. Wir haben da drüben nachher noch mehr. Es gibt eine Verlosung bei Facebook. Da kann man 3 Päckchen aus dieser Kollektion gewinnen in unterschiedlichen Farben. Das ist vorne in der Mitte das Teil. Das heißt also, die 3 Fat Quarters aus der Natural Beauty Serie. Ich muss ja mal ein bisschen Werbung machen. Natural Beauty. Ja, die natürliche Schönheit. Ah, die natürliche Schönheit kommt von innen. Wie gesagt, hier diese Teile kann man überall kaufen. Es gibt diese Abschnitte, es gibt viele Stoffgeschäfte, da stehen auch im Sommer immer so diese Auslagedinger außen. Und da findet man ganz viel. Und das sind halt teilweise Reste, aber eben auch aus aktuellen Kollektionen. Einfach mal bei reinschauen. Oder was man natürlich auch machen kann, wenn ich das nächste Mal zu meiner Freundin komme, dann gucke ich mal in den Stoffschrank. Oh, da ist was, das könnte ich brauchen. Ja. Also Heidi, wir besuchen dich. Oh Gott. Ja? Wir durchstöbern deine Stoffreste. Also, da sind ganz viele Stoffe. Ja, also wie gesagt, Reste sammeln, irgendwo mal gucken, wenn man vorbeikommt, wenn irgendwo mal ein netter Stoff liegt, der preiswert ist, mitnehmen. Ich weiß es, aber man muss ja eben nicht ballenweise oder meterweise das kaufen. Und das besteht uns garantiert die Manuela, die haben wir nämlich heute auch da, die hat uns nämlich dieses Muster mal abgestickt, also die hat es also auch ein bisschen, sie hat es entworfen, kann man sagen. Sie hat es nicht hingeworfen, sondern entworfen, das dauerte natürlich auch. Sie muss natürlich auch dann probieren, passt das alles. Und man kann diese Muster, und da gibt es auch noch ein paar andere, bei ihr im Webshop kaufen, bei Berthe Ria. Sie macht uns auch immer den Monatsfreebie. Nicht den Monatsquilt, aber das wäre auch mal was. Ne? Ja. Monatsfreebie. Und da kann man auch solche Musterungen bei ihr runterladen. Und der Norman hat übrigens auch seit 14 Tagen. Ne? Ja, ungefähr, seit Anfang des Monats. Ja, das sind 14 Tage. Ja, 14 Tage. Grob gerechnet 14 Tage. Hat auch einen Shop, weil da sind immer schon nach der letzten Sendung ganz viele Fragen gekommen wegen seiner Plotter-Sachen, die er da auch macht. Auch da kann man in der Zwischenzeit ganz toll einkaufen. Holger? Ja. Wollen wir das vielleicht einfach mal zeigen? Das wäre vielleicht ganz toll. Genau, da ist der Shop vom Elten. gibt es Plottermotive, es gibt Stickdateien und ab heute 24. Jetzt sind wir großzügig bis morgen Abend. Bis morgen Abend, genau. Okay, bis morgen Abend gibt es also dieses Motiv, was wir hier in dem Türanhänger haben, zum Nacharbeiten kostenlos als Download. Wer also möchte, der stöbert mal in dem Shop. Am besten in die Facebook-Gruppe gucken, in die Fadenhexer-Facebook-Gruppe, da ist das Freebie ab heute drin. Ah, okay. Also ja, in die Facebook-Gruppe gehen. Funktioniert nämlich leider nicht über Etsy. Okay, aber man kann es dann eben auf der Fadenhexer-Seite runterladen und da gibt es auch die Schlüsselanhänger noch von letzten und vorletzten Monat, glaube ich, oder? Manu? Waren die nicht mehr drauf? Okay, aber die kriegt man aber dann bei der Manuela im Shop. Berthe Ria, ja, da gibt es auch einen ganz tollen Club. Und wenn man mal was von Frau Bauer hört, das ist sie auch. Ja. Okay, Manuela, wie lange hast du da ungefähr gebraucht für die Entwicklung des Musters? Pi mal Daumen. 2 Stunden, aber mit Probesticken und Anpassen. Das, so hattest du? Für das Erstellen habe ich 2 Stunden gebraucht. Aha. Um das dann alles so ja, zu machen, dass das eben passt, ne? Mhm. Von den Startpunkten. Das Probesticken, halbe Stunde. Okay. Oh. Du musst mal zu mir im Kurs kommen, da zeige ich, wie es schneller geht. Nein, sie arbeitet die sehr genau aus. Und wenn man, das ist auch etwas, was wir gestern im Kurs ja öfter gesagt haben, wenn es ein schönes, gutes Muster sein soll, mit möglichst wenig Schnitten und effektvoll gestickt werden soll, dauert so ein Muster schon mal 2, 3 Stunden, ist einfach so, man will es ja schön haben. Das, was wir hier zeigen, ist natürlich jetzt Füllungen, die gehen relativ schnell. Aber wenn ich ein Motiv ausarbeite, das ist also hier in dem Fall eben diese Stippling-Sachen und die sollen jetzt zum Beispiel, es gibt ja Anfangs-Endpunkte, die man setzen kann, damit es möglichst kurze Wege gibt. Also man kann das schon alles machen und je mehr man natürlich perfekt werden will, umso mehr muss man natürlich so ein bisschen Kleinigkeiten nacharbeiten. Ja. Aber Holger? Ja? Sollen wir uns vielleicht noch ein paar mehr Muster anschauen in der Facebook-Gruppe? Ja. Ah ja, genau da sind also diese Quills auch zu sehen. Das ist aus der Stickgruppe. Ja, die sticken das Probe. Und man hat hier dann eben diese entsprechenden Zeichnungen, Muster, dass man mal sieht, unterschiedliche Farben, unterschiedliche Techniken. Und wie gesagt, man kann sich bei den, da unten kommen jetzt auch diese ganzen Crazy Quills, oben sind auch teilweise Trapunto-Sachen dabei. Also auch da Auswahl ohne Ende, schaut einfach mal rein. Denn wenn man sich vielleicht auch nur mal eine Idee holt, aber man weiß eben auch, wenn man sagt, okay, ich möchte sowas machen, aber das dauert mir zu lange, dann geht man eben auch mal in den Shop, kauft sich ein hübsches Muster. Die sind nicht wahnsinnig teuer, aber sie sind gut ausgearbeitet. Und das ist immer wichtig und das wissen wir ja auch bei dir. Er zeigt auch immer diese wunderbaren Kurzvideos, aber im Prinzip, wenn man die Zeit rechnet, was es wirklich nachher braucht. Ja, da stecken Stunden teilweise drin. Ja, aber es ist alles machbar und umsetzbar. Man muss halt eben nur ein bisschen Übung entwickeln. Und auch da ist es wieder wie bei allem mit dem Sticken oder Nähen, nicht beim ersten Mal gleich die Flinte ins Korn werfen, wenn es nichts wird, sondern dann muss ich es halt nochmal probieren und entsprechend dann mit dem ganzen Techniken nochmal probieren, vielleicht sagen, okay, da müsste ein anderer Stoff oder es muss ein anderer Faden. Also es gibt so viele Varianten. Man könnte also jetzt, wir könnten im Prinzip alleine über die Stippling-Stiche eine ganze Sendung machen, um zu zeigen, was damit alles möglich ist. Weil, wie gesagt, ich kann auch noch Mikro und alles Mögliche miteinander mischen. Und wichtig ist aber, wenn ihr mit den Stipplings arbeitet, natürlich auch immer darauf achten, dass ich eine entsprechende Nadel drin habe. Wenn ich dieses Mikrostippling mache, dann nehme ich natürlich eine 60er und dann ist es etwas Nähnadel, denn es gibt keine 60er Sticknadeln, jedenfalls noch nicht bisher. Und die werden auch genommen, wenn ihr mit ganz feinen Fäden arbeitet. Es gibt ja in der Zwischenzeit auch ein 60er Stickgarn, das heißt also, dann kann ich damit auch arbeiten. Dann brauche ich aber eben diese kleinere Nadel, dass ich also wirklich auch ein gutes Ergebnis bekomme, weil es geht ja immer dann auch darum, dass der Unterfaden exakt gestickt wird. Weil viele denken immer nur, es liegt nur am Oberfaden. Nein, auf dem Unterfaden muss ich auch ein bisschen aufpassen. Okay, Monolog beendet. Nein. Dann muss ich ganz schnell eingreifen. Und zwar einmal hat Dagmar gefragt, nimmt man wasserlösliches Vlies im Rahmen? Nein. Nein, muss eine richtige, stabile Sache sein. Weil ein Quilt will man ja nicht gleich erstmal waschen, bevor man den irgendwie was verwendet. Ja, aber du kriegst auch diese ganz, ganz feste. Könnte man das nicht auch nehmen? Nee, ich würde keine wasserlösliche nehmen. Da würde ich wirklich einen Ausreißvlies nehmen, weil das kann man nachher besser rausnehmen und ich habe sofort ein entsprechendes Ergebnis. Mhm. Weil sonst müsste ich ja alle Teile erstmal waschen. Ja, 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 stimmt. Dann habe ich natürlich auch vielleicht das Problem, das eine wird, je nachdem, was ich für Stoffe habe, das eine läuft ein bisschen mehr ein, das andere ein bisschen weniger. Wenn ich nachher die gesamte Decke wasche, dann wird sie bitte wenigstens gleichmäßig einlaufen. Ja? Okay. Also wäre mein Weg. Wenn jemand sagt, okay, ich möchte das mit Wasser, auf wasserlöslichem Vlies machen, kann er das natürlich, aber dann muss er natürlich auch wieder davon ausgehen, wie dicht werden die Sachen gestickt, die er macht. Mhm. Und es kann dann natürlich passieren, dass sich das Wasserlösliche so perforiert, dass es nicht mehr den Gehalt gibt. Ja? Wo ich sagen muss, unsere Probesticker haben die besten Erfahrungen, beziehungsweise haben die Erfahrung gemacht, oder die ein bisschen faul sind, in Anführungszeichen, Schneidevlies. Das lässt er halt dann unten drunter. Macht es ja auch ganz gut. Ja, aber wie gesagt, das ist, aber ich würde es nicht auf wasserlöslich machen, weil es muss ja eine Stabilität da sein. Das ist, gerade wenn ich vielleicht auch noch Volumenvlies noch zwischenlege gleich, ja, dann habe ich natürlich. Aber wenn du es sowieso miteinander verbindest, macht halt Schneidevlies zum Beispiel auch Sinn. Dann brauchst du es nicht einzeln alles rauspulen. Mhm. Ne? Kommt aber dann auch aufs Reißvlies an. Genau. Also da gibt es heute so viele Vliesarten, auch da dann wieder sagen, okay, ich nehme lieber das oder ich nehme lieber das Vlies. Aber ich würde nicht auf Wasservlies gehen, ja? Also nicht auf wasserlösliches. Okay, den Elten darf ich jetzt bitten, an sein neues entdecktes Hobby zu gehen. Na, aber sicher doch. Er wird also hier zwischendurch an der Maschine arbeiten und dann zeigen wir immer wieder zwischendurch. Und mich wirst du doch bestimmt noch die zweite Frage vorlesen. Ach so, okay, ja. Denn es wurde auch gefragt, was ist denn bitte ein Endlosstickrahmen? Endlosstickrahmen, das sind Rahmen, mit denen ich also eine Stickerei, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Bordüre sticke, kann ich den Endlosrahmen so ansetzen, dass ich ohne, also der wird nur angehoben, ein Stück weiter geschoben, wieder eingesetzt und dann kann ich also endlos Stickereien machen, zum Beispiel bei Bordüren oder Spitzen. Ich kann also Freelace-Spitzen endlos sticken. Dafür benutzt man die Rahmen. Es gibt auch die Variante, da kommt immer der Gegenpol, ich kann das ja auch mit Magnetrahmen machen, ja, es geht auch, aber es gibt bestimmte Platzierungen, die sind mit dem Endlosrahmen definitiv viel schneller gemacht, weil ich eben eine bestimmte Kante habe, an der ich das ganze Teil immer lang führen kann. Das heißt also, ich muss nicht immer ausjustieren, sondern ich kann wirklich am Stück das Teil weiterschieben, wieder eben ansetzen und da gibt es auch ganz viele Ansatzhilfen, damit das eben wirklich endlos wird. Und ganz besonders, also es gibt in einer Gruppe, müssten wir jetzt überlegen, also schaut einfach mal im Internet, es gibt ganz viele Vorschläge auch davon. Wir haben eine Teilnehmerin mal in einem Kurs gehabt und die war ja, eine andere hat es jetzt super gut aufgenommen, die hat sich eine komplette Umrandung einer Decke endlos gestickt und hat dann anschließend das an die Decke rangenäht. Mit einer anderen Maschine zwar, aber da kann man solche Sachen auch mal sehen, was da sich daraus entwickelt. Mhm. Und sie hat geschrieben, also das Nähen war relativ schnell, aber die Stickerei hat Tage gedauert, ja, weil also es wirklich endlos war und passend exakt für diese Decke. Also man kann da wirklich so viel rausholen heute aus den Maschinen. Und ich finde es immer schade, wenn man dann eigentlich wirklich nur das macht, was sie sowieso kann und sich nicht dran traut, mal zu sagen, okay, ich mixe da jetzt mal was oder ich nehme mal einen anderen Rahmen oder ich probiere das aus. Es ist eigentlich schade, weil die Maschinen sind dann teilweise so in ihrem Dornröschenschlaf, habe ich dann immer so den Eindruck. Ja, also, das stimmt. Ja, sondern wenn man ein bisschen weckt, dann kriegt man ganz tolle Effekte. Also Endlosrahmen, einfach mal im Handel nachfragen, gibt es für verschiedene Maschinen. Die haben, wie gesagt, die Funktion, dass ich das schnell aufklappen kann, Stückchen weiterschieben, wieder schnell schließen kann und ohne, dass ich lange an diesen ganzen Sachen justieren muss und vielleicht was wieder festschrauben, sondern die haben Klappteile, die man einfach hochklappt und dadurch ist das ganz schnell auch weitergetragen. Also das zum Thema Endlosrahmen. Ja, also aber nicht für sowas hier, das geht nicht, da kriege ich kein, das geht vom Ergebnis ja nicht, weil da muss ich ja nicht nur so, sondern ich müsste ja auch so schieben können und das geht dann halt nicht. Ja? Okay. Elten ist, Norman meine ich. Alles gut. Ja. Hat hier also wie gesagt schon mal angefangen, das ist also hier ein Teil eingelegt und jetzt legt er hier also auch dieses Volumenvlies drauf und vom Volumenvlies her Ja, jetzt schneidet und jetzt. Ja, jetzt da ist er, genau, also wenn ich so ein Volumenvlies aufnähe, dann so ein bisschen mit der Hand glätten, ja, damit das also auch vom Faden her sauber eingestickt wird. Und eben auch glatt, weil wenn ich das einfach so auflege und lasse es laufen, dann arbeitet, das flattert richtig, natürlich. Ja. Das ist ein Kann, das ist kein Muss. Wenn man sagt, okay, ich möchte es gleich wattieren, ist es machbar. Und jetzt sind das Obermaterial, also in dem Fall das Vlies, und der Träger sind jetzt miteinander verbunden. Und jetzt wird hier entsprechend vorgezeichnet, damit er weiß, wo muss er die Fäden, also den ersten Stoff auflegen. Ja, was mir jetzt darauf einfällt, Volumenvlies, es gibt ja auch verschiedene Stärken. Ja. Wäre da nicht ein wasserlösliches Vlies sinnvoll, dass du aber hinterher abziehen kannst, wenn du fertig bist? Nee, brauchst du nicht, weil du kannst ja bei den Maschinen, es sind ganz viele, die wissen das gar nicht, die können an ihren Maschinen den Hub des Fußes heben, also einstellen. Und dann kann ich ja auch sagen, wenn ich dickeres Material habe, dass ich den Fuß einfach etwas höher arbeiten lasse. Mhm. Es ist jetzt zum Beispiel da drüben bei der anderen Maschine, für die wir nachher gleich noch zeigen, mit der Ruby, da ist es sogar so, die hat ja ein Sensorsystem, die erkennt automatisch, dass das ein dickerer Stoff ist und hebt den Fuß auch entsprechend gleich höher an. Ja, bei meiner 4.0 habe ich das. Da ist noch wohl eine Stufe höher. Ja. Ne, dann drücke ich das zweite Mal drauf. Mhm. Aber nicht wenn du den drunter legst, sondern du kannst an deiner Maschine einstellen, dass der gesamte Nähfuß höher sitzen muss beim Arbeiten. Ach so. Ja. Es gibt Maschinen, da kann ich das einstellen. Und es gab früher Maschinen, da gab es auch Schrauben, dass man den Fuß hochstellen kann. Ja. Er macht das ganz perfekt hier, sehe ich schon. Ja, und jetzt wird praktisch die Mitte fixiert. Und wenn die Mitte fixiert ist, ja, jetzt wird da der Stoff, der übersteht, und das ist etwas, was wir vorhin ja gezeigt haben, an dem Schnittteil, was ich hier drüben hatte. Ja, also das wäre jetzt praktisch das hier nochmal zum Zeigen, dass ich hier also, rote Kamera, okay, das heißt, hier habe ich praktisch diese Nahtzugabe, und wenn ich mir das im Vorfeld eben gleich so zurechtschneide, dann habe ich, sag mal auf gut Deutsch, diese Fummelei nicht da im Rahmen, sondern dann habe ich eben entsprechend das Teil von der Größe, weil ich habe ja eine Vorsteppung, kann ich mir auch noch machen, damit ich genau weiß, da muss das hin, und dann kann ich das auflegen. Und für jemanden, der im Auflegen nicht so gut ist, es gibt von Prüm und von Gütermann, gibt es entsprechende Klebestifte, die sind kurzfristig haltbar, ja, dann klebe ich das wirklich an die Stelle auf, dann kann das nicht groß verrutschen und kann das ganz wunderbar festmachen. Ja. So, jetzt hat er das erste Teil ausgeschnitten. Und jetzt nehmen wir das zweite Teil. Ja, jetzt fängt die Spielerei mit den Stoffen an. Manche sagen, ich lege mir das vorher schon so ein bisschen hin, damit ich weiß, wie das aufeinander wirkt. So ungefähr abschätzen, was du da an Größe brauchst, ne? Ja. Und dann Farben kannst du ja schon vorher sortieren und dann nach und nach drauflegen. Ja. Und das sieht man hier eigentlich auch schon ganz gut an diesem Kissen. Das heißt, an dem Kissen haben wir unterschiedlichste Abstufungen. Und dann sieht man mal, hat man einmal das hier in dem Hell, hier ist es dann in diesem rosa Farbton, hier ist es gepunktet. Also das heißt, ich kann ja auch innerhalb der Patchwork-Teile schon wieder variieren, indem ich sage, okay, den Stoff mal da, den Stoff mal da. Es verändert dadurch dauernd das Aussehen. Ja, ja? Genau. Und ich brauche gar nicht so viel Stoff, einfach durch dieses unterschiedliche Anordnen. Ja, und jetzt sieht man hier, ach, das sieht man jetzt ganz gut hier, er hat... Die erste Farbe ist jetzt hier dran. Mach mal nochmal zurück. Nee, hier, einfach den Stoff nochmal vor. Genau. Ja, das heißt, also jetzt habe ich die zweite Lage, das hat er jetzt hier gemacht, mit der rechten Seite nach unten. Dann wird das hier festgesteppt und jetzt braucht er das nur nach hinten umlegen. Ja? Oder du holst den Rahmen nach vorne. Ne? Ja. Und machst es dann... Geht also auch. Man kann beides machen. Wie gesagt, da muss auch wieder jeder sagen. Es gibt auch da wieder das, dass manche dann hier einfach hinten eine Nadel nehmen und stecken das ein bisschen fest, weil dann hält das. Da muss ich nicht dauernd drauf aufpassen, was damit passiert. Ja, jetzt kommt die nächste. Und das ist jetzt, wie gesagt, hier etwas, das wird einfach, das haben wir jetzt hier umgelegt und jetzt nimmt er die dritte Farbe und die wird jetzt auch entsprechend wieder nach diesem Schema, was man ja hier auf dem Bildschirm sehr gut sehen kann. Das sind die einzelnen Lagen. Das war die Nummer 1, das ist jetzt 2. Und jetzt wird diese Seite dort drüben dran kommen, nehme ich mal an. Wir nehmen unseren Spicker. Das muss sein. Ohne Spicker weg, nämlich aufgeschmissen. Mhm. Ah, das kommt die Seite jetzt an. Das sehe ich jetzt hier da dran. Das ist ja das, kriege ich deinen Spicker gerade mal. Na klar. Ja. Und das ist genau das, was das dann also eine große Hilfe ist. Ich kann mir meine Farben oder auch die Reihenfolge eingeben und male mir die einfach auf mein Probestück drauf und dann weiß ich immer genau, wo welches Teil angesetzt werden muss. Ja. Dich lassen wir jetzt einfach mal hier arbeiten. Ja. Ja. Und dann gehen wir so lange mal an die andere Maschine. Und hier haben wir eine Husqvarna Viking. Das haben wir mal gelernt, das muss man Husqvarna aussprechen. Ja, du weißt, wo das herkommt. Mühle am Fluss. Husqvarna. Das ist also. Das Werk war an einem Fluss, da gab es eine Mühle und deswegen heißt das Werk heute, oder hieß damals dann eben also vom Ort herkommend Husqvarna. Also gibt es ganz tolle Geschichte, kann man auch, wenn man mal nach Jönköping kommt oder nach Husqvarna, gibt es ein tolles Museum von der Husqvarna, kann man alles sehen, was die mal gebaut haben, unter anderem Motorräder und also ganz interessante Sachen. Okay, du hast jetzt heute die Ruby dabei. Genau, und, wie man schon sieht, meine Matthias Lieblingsdesigner Ruby 90. Oh. Ich mache mal das Licht etwas weniger, damit ja, die Kamera das besser das auch sehen kann. Ist es so besser? Wahrscheinlich. Ja. Okay, wunderbar. Wir haben vorbereitet zwei Gesichter und ich würde sagen, wir gehen auch direkt rein. Man muss dazu sagen, du zeigst heute eine ganz neue Technik für eine Stickmaschine. Richtig, richtig, genau. Und zwar, welche Möglichkeiten hat man, ein Quilt in der Oberfläche nochmal zu bearbeiten? Das ist eine brandneue Entwicklung aus dem Hause Husqvarna. Und zwar das Bänder Attachment. Und hier habe ich jetzt in unserem Fall die Bänder sogar doppelt drauf gewickelt. Und wir verarbeiten die jetzt doppelt. Und das sind ganz normale Satinbänder, die man überall kaufen kann? Ganz genau. Also ich muss nichts irgendwie speziell als Zubehör haben? Ganz genau. Man kann ganz normale Bänder kaufen. Hier hinten kann ich die Breite der Bänder auch individuell anpassen. Und kann wirklich von sehr breit bis auch sehr, sehr schmal. Ich mache das jetzt mal weg. Und kann sehr, sehr schmal. Sehr, sehr schmale Bänder verarbeiten. Ich zeige das später gleich nochmal, was wir bisher schon verarbeitet haben. Ihr nutzt es auch bei eurer Mode, habe ich jetzt schon mehrfach gesehen. Ja? Ganz genau. Muss man, wenn man so ein Bänderset jetzt kauft, das passt jetzt nur an bestimmte Maschinen? Ganz genau, richtig. Und zwar an die Designer Ruby. Und an die EPIC. Genau, an die EPIC 1 und EPIC 2. Okay. Noch eine Frage zu diesen Bändern. Könnte ich jetzt auch andere Effektbänder nehmen oder ist man auf die Satinbänder ein bisschen fixiert? Man kann auch andere Bänder nehmen. Wir haben auch schon bisher andere Bänder genommen. Da kann man selbstverständlich experimentieren. Also auch praktisch auch vielleicht immer sogar selber eins zurechtschneiden in der Breite. Genau, das geht auch. Und du hast mir einen Tipp gegeben, gell, was man benutzen kann. Ich kannte das nämlich noch gar nicht. Ja, das, so vor 10 Jahren habe ich mal einen Kinderkurs gegeben. Da gab es dieses Chenillband. Das ist im Prinzip ein dickeres Baumwollschrägband. Das haben wir gerade draufgesteppt in der Mitte und dann wurde das ausgebürstet und dann wurde das bauschig. Ne? Das sah aus wie ein bisschen ausgefranst oder hier bei den Chanel-Jacken unten die Kanten, so sah das dann hinterher aus. Und das könnte ich mir da wunderbar vorstellen. Super. Vor allem zu dem Löwen. Da kommen wir gleich dazu. Ja, genau. Ich bin gespannt, ob da was kommt. Okay. Genau. So, jetzt setzen wir das Band-Attachment ein. Ganz wichtig ist, die Nadelposition ist automatisch auf der höchsten Position, aber ich kann mit dem Handrad noch ein Mühe höher gehen. So, und das machen wir jetzt, haben wir jetzt gemacht. Denn das ist sehr, sehr wichtig. Hier kommt es auf jeden Millimeter drauf an. Und jetzt von hinten vorsichtig. Das Set aufziehen. Ja, und dann hast du hinten einen Stecker für... Genau, hinten ist ein USB-Anschluss. Das glaube ich, das läuft mit Motorsteuerung. Gell? Da wahrscheinlich. Ist wie beim Knopfloch, ne? Wegen der Drehbewegung. Genau, genau, genau. Ne? Richtig, okay. Genau. Also die Maschine, das ist faszinierend. Diese Maschine hat, ratet mal, wie viele Motoren? 12 Motoren. Nein. Ah. Und das ist der 13. Wo denn? Okay. Also, dass er einen Motor hat, damit sie näht, das ist mir auch klar. Ja, aber ja. Dass dann so viele drin sind, das ist dann... Also ich weiß, dass es gibt Schrittmotoren. Also eins weiß ich jedenfalls, wenn man an so einer Stickmaschine arbeitet und die quietscht, dann braucht die kein Öl. Das sind die Motorgeräusche, hat man mir mal erzählt. So ganz kleines wie Mäuse quietschen. Also dann sind die Maschinen nicht kaputt, sondern nur arbeiten. Also die Maschine ist butterweich und arbeitet butterweich. Das Bänder-Attachment hat ein ungewöhnliches Geräusch, wie wir gleich hören. Nicht erschrecken. Wunderbar, jetzt ist das Gerät kalibriert. Du hattest es vorhin angesprochen, über die temporären Stickeinstellungen kann ich jetzt hergehen und die Drehhöhe, sprich Füßchenhöhe, hier manuell einstellen. Normalerweise ist die bei 0 und wir gehen jetzt auf 2. Das ist individuell. Hier sind Richtlinien, Richtwerte, an die man sich halten kann. Aus Erfahrung können wir sagen, ist die 2 in unserem Fall perfekt. Gut, ihr habt natürlich jetzt auch viel durch eure neue Kollektion damit probiert und gearbeitet. Gibt es dafür auch Anleitungen, wenn ihr solche Sachen entwickelt? Oder? Ja, gibt es auch. Wir bringen regelmäßig Nähanleitungen raus. Findet man bei uns auf der Website. Vielleicht können wir die Webseite vom Leonid Matthias mal einblenden. Ja. Sagst du die nochmal, wie die heißt? Ja, leonidmatthias.com. Ja, da brauche ich noch kurz eine Minute. Okay. Oh, die haben wir vergessen. Haben wir die vorhin nicht angegeben? Ja, die haben wir nicht vorbereitet. Oh, Entschuldigung. Aber geht ja schnell. Ja. Da wären wir schon. Genau. Das ist jetzt das ist die aktuelle Kollektion. Ja. Genau. Genau. Also ganz tolle, also es ist sehr erfolgreich, habe ich gehört. Also es ist also etwas hier, man sieht hier, also es sind Damen- und Herren-Sachen, die ihr macht. Also nicht nur Damen, sondern eben auch mal für die Herren. Und das finde ich ganz, ganz toll. Denn, auch für Hunde, wie man sieht hier. Ne? Ah, okay. Ja, der mag sein Frauchen. Also hier ist es also so, das habe ich schon gesehen, dass ihr also eben auch für Männer was macht und das ist ja, finde ich mal ganz toll, denn man muss ja sagen, für Damen gibt es Unmengen Sachen, die man fertig kaufen kann und ihr macht eben auch für Männer ganz verrückte Sachen. Genau. Ja. Und jetzt oben im Reiter Mode, ganz rechts müsste Nähanleitung stehen. Meine Augen sind so schlecht, ich kann es nicht erkennen von hier. Ja, genau. Und hier veröffentlichen wir regelmäßig Nähanleitungen. Wenn man jetzt runterscrollt, kann man sehen, was wir bisher gemacht haben. Genau, okay. Eine Klatsch, dann kommt eine Tasche. Die sieht übrigens in Natur, finde ich, die faszinierend. Ich habe sie ja mal gesehen bei euch. Und ihr macht da, glaube ich, ab nächstes Jahr auch geplant Kurse. Richtig, richtig, genau. Ab nächsten Jahr bieten wir auch Designer-Workshops bei uns an. Bei uns im Laden in Frankfurt am Main. Tolle Sache. Genau. Und das Schöne ist, ihr habt, das ist ja, Ich sage immer, du hast ja einen Partner, Leonid, und der ist ja für mich ein bisschen verrückt, aber stickverrückt, angenehm positiv, und der macht ja wirklich die verrücktesten Sachen, der guckt sich irgendwas an und dann fängt er schon an, in Gedanken was draus zu machen. Er war ja bei mir zum Kurs und da hat er ja schon während des Kurses angefangen, ja, kann man das noch, und dann kann ich ja das noch machen und das noch machen. Und er hat es so toll umgesetzt. Ich finde, also bei euch ist eine stickende Maschine auch wirklich in kreativen Händen. Ne? Absolut. Leonid ist mit dem Universum Dauer verbunden. Mhm. Und normalerweise müsste er hier sitzen, denn das sind alles seine Kreationen, auf die wir gleich später noch näher eingehen. Gut, jetzt können wir starten. Ich kann zeigen, wir beginnen hier und fahren dann nach oben. Das heißt, den Anfang kann ich gleich abschneiden, weil wir am Ende mit der Lippe hier wieder rübergehen. Normalerweise müsste ich das sonst locker lassen, um es danach nach unten zu ziehen, auf die linke Seite. Also das ist für mich schon eine Faszination, wie so ein Band da gelegt wird. Das gab es ja eigentlich bisher nur bei Industrie. Ja? So, wunderbar. Jetzt ist der Oberfaden rausgegangen. So, das heißt, die Maschine hat eine automatische Obereinfädelung. In diesem Fall, wenn wir sie drücken würden, würde sie kaputt gehen sozusagen oder würde gar nicht funktionieren, weil die Apparatur im Wege ist. Deswegen gehen wir... Das ist der klassische Vorführeffekt. Aber das ist hervorragend in dem Fall. Wieder die Nadel etwas anheben, dass wir reinkommen, beziehungsweise raus in dem Falle. So, jetzt habe ich hier Platz. Das ist weiter ja gar nicht mal schlecht, weil viele haben ja mal auch Angst, wenn so eine Maschinen arbeiten und es passiert was, kann ich schnell korrigieren, ist das in Ordnung? Genau, so jetzt habe ich Platz gemacht für den Einfädler. Oh. Das war gut, und zwar, ich muss den Einfädler, also das Bänder-Attachment natürlich entfernen, sonst fängt er an zu arbeiten. Sonst fängt er an zu arbeiten, ganz genau. Also nochmal auf Anfang. Ah, ja. So, Faden ist drin. Jetzt die Nadel wieder einen Tick höher machen. Also das ist relativ schnell zu machen. Ihr könnt schon mal hier noch einen Moment zugucken. Ich gucke mal, was der... Ja, Learning by Doing, wie hat man gesagt, Fehler passieren. Ja. Genau. Einfach mal im Eifer des Gefechts einige Sequenzen übersprungen und schon haut es nicht mehr hin. Ist ja kein Problem. Das kann man da praktisch jetzt nochmal wieder runterziehen. Könntest du jetzt mit dem Nahtrenner aufmachen. Kann man mit dem Nahtrenner aufmachen, genau. Und dann ist ja das... Ich kann ja dann an die Stelle zurückgehen. Die Sequenzen, genau. Da müssten im Prinzip 2, 3 Sachen aufgetrennt werden. Ja. Aber wie gesagt, auch das wäre kein Problem, weil dann kann ich ja hier einfach auf die entsprechende Farbe, um zu gucken, wo war es richtig und die anderen... Also jetzt noch gestimmt. Ja. Und dann habe ich 1, 2 Mal eine Sequenz übersprungen. Da saß dann Fehler 40. Genau. Ja, sitzt 40 Zentimeter vor der Maschine. Genau. Ja, aber es ist zu erkennen, das heißt also hier, er hat hier jede Fläche draufgelegt und hier ist auch dann schon zu sehen... Aber hier siehst du das im Prinzip. Hier hätte ich schon anlegen müssen, hier fehlt... Ja, aber wie gesagt, man sieht trotzdem gut, wenn man das in der Reihenfolge... Das ist natürlich die Reihenfolge. Das ist ja deswegen, haben wir ja vorhin gesagt, hat man diesen Spickzettel oder dieses Spickquiltstückchen, wo man eben sieht, okay, 1, 2, 3, 4 und dann entspricht das ja auch den Farben, die ja hier drin sind, weil ich habe ja hier auch die Nummern an dem Display und kann da ja im Prinzip immer genau verfolgen. Dann fangen wir doch noch mal von vorne an. Ja? Hast du noch ein Stück Stickvlies? Wir haben noch ein Stück Stickvlies. Moment, wo hatten wir das hingelegt? Ich weiß, dass wir es irgendwo hatten. Moment. Stickvlies. Ja. Da hinten. So, ich habe ein bisschen gezaubert und habe neues Stickvlies. Okay. Ich habe mich an Brittas Anweisung gehalten, immer alles sauber aufzuräumen. Und schon muss man suchen. Ja? Also wie gesagt, hier, und dann, hier sieht man das auch schon, das ist ein Reißvlies. aber sehr dick. Aber das kann ich trotzdem gut nachher rausnehmen. Mhm. Ne? Und deswegen würde ich eben hier nicht mit Wasservlies arbeiten, weil das einfach perforiert wird. Das wäre ja, also die Gefahr, dass sich das Ganze verzieht, ist wirklich sehr hoch. Ja, also deswegen dieses Feste, aber das hat nämlich auch keine, arbeitet nicht mit irgendetwas anderem zusammen. Und die gute Schere. Ich weiß von nichts. Und das ist auch etwas, immer darauf achten, da gutes Werkzeug, das ist Sache an. Oh, okay. Okay. So, wir lassen das jetzt mal auch einen Moment laufen. Die beiden sind beschäftigt. Dann gehe ich jetzt mit der Heidi an unseren wunderbaren Tisch hier und erzähle ihr mal, was wir heute alles gewinnen können. Das weiß ich nicht, das weißt du am besten. Ja, aber ich wollte das mal zeigen. Also, wir haben hier alles Mögliche mal drapiert. Es gibt heute wieder ganz tolle Sachen zu gewinnen. Das rote Telefon gewinnt heute wieder einen Cricut Joy, ein kleines Schneidegerät mit 2 Folien gleich dabei, dass man, wenn man das bekommt, auch gleich ein bisschen was probieren kann. Das kommt nachher über das rote Telefon. Die Frage stellen wir noch, also ihr braucht keine Angst haben, die kommt noch. Es gibt heute etwas über die, für die Facebook-Gruppe. Da haben wir einmal den, es ist eine kleine Bügelpresse, wer sie vielleicht noch hat schon vielleicht schon mal gesehen. Das ist zum Befestigen von Sachen, die ich mit dem Cutter geschnitten habe. Und das ist ein Heimgerät. Das ist also eine ganz tolle kleine Sache. Also das ist nur so groß, aber unheimlich heiß. Kleine Sachen. Ja. Mit Sicherheit sehr praktisch. Ja, vor allem Dingen, was wo es auch toll ist, wenn du Sachen, zum Beispiel Schuhe oder kleine Teile auch mit bearbeiten. Wo du schlecht drankommst. Genau. Mhm. Also alles, was so kleinere, runde Sachen so sind. Wie hier oben, ne? Ja. Wird auch extrem heiß, also da sollte man aufpassen, wenn man mit den Fingern rankommt, das tut aua. Ja, ja, und vor allen Dingen auch mit Folie. Mit Folien, ja. Backfolie, ne? Ja. Ja, also das ist einmal ein Facebook-Gewinn und es gibt in der Facebook-Gruppe noch diese 3 Quetquarter-Bündel. Da sind also insgesamt 15 verschiedene Stoffe aus dieser Kollektion drin, die wir vorhin schon erwähnt haben. Und dann gibt es noch etwas, das ist für die YouTuber, also die bei YouTube ihre Kommentare hinterlassen. Da haben wir diese beiden Fanboxen vom Nähpark in Cham. Die haben in 3 Wochen ihre Hausmesse online und die hatten die tolle Idee, man kann sich so eine Fanbox bestellen und dann kann man zu Hause feiern und guckt dann eben mit die Sendung über online an und da sind auch noch Gutscheine drin, je nachdem welche Größe, zwischen 25 und 50 Euro, die man dann auch noch einlösen kann. Finde ich eine ganz witzige Sache. Schade, dass ich hier bin. Du kannst aber in YouTube ja morgen deinen Kommentar gehen lassen, oder? Oder gilt das nur heute? Ist das nur heute? Nee, man kann auch das Video kommentieren. Okay, bitte, ja, Heidi, dann ran an die Sache. Ja. Wie gesagt, die kommen dann auch per Post rechtzeitig zu diesem Online-Ereignis. Und wir haben natürlich auch wieder hier die Sachen von Sulky, dass man einfach sieht, was es für wunderschöne Farbpaletten gibt, welche Fliese. Also es ist unser Tisch für die besonderen Sachen. Der bleibt leider bei uns. Den brauchen wir für das nächste Heft wieder. Da machen wir ja auch wieder Teile. Wer das auch sich mal genauer anschauen möchte, es gibt die Seite von Cricut. Ich glaube, die können wir auch einblenden. Da, da kann man also diese unterschiedlichen Cutter sich anschauen. Es gibt ja verschiedene Typen in der Zwischenzeit. Und es kommt in Kürze etwas ganz Verrücktes. Ab Oktober soll es das geben. Es gibt einen Mac-Drucker. Das heißt, ich kann meine Tasse da reinstellen und dann fixiert der Farben oder alle möglichen Sachen drauf. Also man kann dann noch mehr machen. Also das ist für mich eine ganz faszinierende neue Welt. Und muss jeder also auch wieder entscheiden, tue ich nur plotten, plotte ich und sticke ich. Also auch da immer mehr Varianten. Ja. Also wie gesagt, nochmal, das ist rotes Telefon, das ist Facebook und hier haben wir YouTube. Also für jeden, der irgendwas in unseren Social Media macht, kann einen tollen Preis gewinnen. Und was machen wir für eine Frage heute? Mhm. Machen wir eine Frage über das Nähen, das Plotten oder das Quilten? Vielleicht Elten über das Plotten? Ja, klar. Wir machen eine richtige schöne Blabla-Frage. Wer ist heute nicht in der Sendung zu sehen? Oh. Die eigentlich damit verbunden ist mit dem Blabla Café. Das klingt aber relativ schwer, Holger. Klingt das schwer? Finde ich schon. Bist du da sicher? Also die Person, die wir suchen, sieht man jede Woche in Oh nee. Okay, dann müssen wir noch definieren, haben wir das Gewinnspiel schon gestartet? Nein, das haben wir noch nicht gestartet. Okay, also können die Leute schon mal grübeln und dann starten wir es gleich irgendwann. Genau. Das darf man ja nicht vergessen, wenn du sagst, jede Woche, nächste Woche oder diese Woche zum Beispiel schon wieder nicht. Nächste Woche hat sie Urlaub. Okay, da kann sie auch nicht da sein. Freitag, ja. Diesen Freitag, ja. Ist sie auch schon nicht da. Ja, okay. Aber jetzt weiß jeder. Also genau, also ich meine... ich habe Tomex Namen gar nicht erwähnt. Oh. Ich auch nicht. Tomex suchen wir ja auch nicht, gell? Nein. Diese Teile, da würde ich gerne auch... Kleiner Tipp, geht mal auf die One-Seite, da sieht man sie. Erklär mir von denen, die finde ich so toll. Du findest das toll, ja, ich auch. Und das ist etwas, was wir neu haben. Es gibt ja die MySornet Software jetzt in der Zwischenzeit. Und da gibt es auch einen Shop mit in der Zwischenzeit über 7000 Mustern. Und diese 7000 Muster beinhalten unter anderem auch diese Figurinen. Mhm. Das heißt also, ich habe hier jede Menge Vorlagen, die ich zum fertige Stickmuster, auch in den unterschiedlichsten Formaten. Ich kann mir da einfach mal durchblättern nach Themen. Also das ist auch eine ganz tolle Sache und da gibt es wunderschöne Muster, natürlich auch in anderen Medien. Mhm. Aber hier ganz gezielt eben auch auf den Bereich jetzt Fashion. Also da gibt es also auch noch ganz tolle andere Sachen mit Schuhen, mit also Effekte, die aus dem Modebereich kommen. Ja? Oder ziselierte Scheren, also alles Mögliche. Mhm. Also einfach mal durchgucken, das ist eine tolle Sache. Kann man kaufen, ja? Und man kann aber auch, wenn man jetzt eine dieser Maschinen hat, kann man das auch direkt abonnieren. Und dann kann man auf 7000 Muster zurückgreifen und kann die von diesem Shop direkt in die Maschine schicken. Ah, ja. Oder, ich glaube, bei der ist es auch schon so, die kann direkt in den Shop gehen. Ja. Ja. Ja, das heißt, das Besondere ist, es wird regelmäßig aktualisiert. Das heißt, es kommt laufend Neues dazu. Ja. Ja, wir haben vor einem Jahr mit 5000 Mustern angefangen und in der Zwischenzeit sind wir bei über 7000. Ja. Ja. So, jetzt macht er hier die neue Farbe rein. Und hier sieht man schon ganz toll diesen Effekt von den Bändern, die ja sehr ziseliert sind. Und da hast du, glaube ich, auch schon was mal vorbereitet gehabt. Gell? Oder schon mal vorhin hast du, glaube ich, schon mal abgestickt, um das komplett zu sehen. Genau. Aber man sieht schon, es ist sehr einfach, auch diese Bänder hier einzusetzen. Mhm. Genau, richtig. Okay. Und... zu den Motiven zum Beispiel, die wir jetzt hier auf dem Bildschirm sehen, die haben wir eben auch aus der Library geholt und miteinander kombiniert. Und um zu wissen, wie viel Meter muss ich jetzt abwickeln und hier drauf wickeln, kann ich einfach auf das Fragezeichen gehen. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch geht. Ja, geht es. Und sehe dann, okay, 1,60 Meter. Das ist ja eine tolle Sache. Also das heißt, ich kann genau zuschneiden auf die Menge, die ich brauche. Genau. Und jetzt bei der Farbe brauchen wir 1,32 Meter. Okay. Genau. Jetzt natürlich in dem Fall ein bisschen mehr als 2 ist ja doppelt. Genau, richtig. Ja, genau. Ja, das muss man dazu sagen. Ja, ja. Okay. Aber jetzt hat man auch das Einfädeln mal gesehen mit dem Einstellen. Genau, und jetzt auch hier die Breite, damit das Band auch richtig gut gefasst wird. Nicht zu locker, nicht zu fest. So ist es genau richtig. Und dann wieder befestigen wie vorhin, wie du das gezeigt hast. Genau. Okay. Genau. Gut. Jetzt ziehen wir das hier ran. Und hier, das Ende, haben wir jetzt länger gelassen und abgeschnitten. Den Anfang, da konnten wir wieder drüber nähen. Mhm. Somit haben wir das so gelöst. So, wir sind am höchsten Punkt. Und dann an diese rote Markierung hilft dir auch dann beim Einsetzen bei solchen Sachen. Genau. Okay, mhm. Wunderbar. Also ich finde es immer toll, dass die auch immer Hilfen geben durch irgendwelche Markierungen oder wenn man eben auch auf die Hilfstaste drückt oder eben hier im Bildschirm, dass man immer weiß, was man machen muss. So, wunderbar. Nochmal überprüfen in den temporären Stickeinstellungen. Mhm. Wunderbar, wir haben die Höhe 2. Können wir wieder zurückgehen. Und starten. Das ist immer wieder faszinierend. Ja. Okay. Da lassen wir einen Moment nochmal laufen. Jetzt lassen wir laufen. Ja. Und ich würde zeigen, was noch möglich ist. Zum Beispiel haben wir ein Kissen gemacht. Hier haben wir einen Löwenkopf genommen. Hier haben wir auch die Bänder doppelt genommen und gestickt. Hier zum Beispiel, bei der Stickerei, haben wir so kombiniert, dass wir ein sehr, sehr dünnes Band genommen haben und außen um die Stickerei gesteppt haben. Hier zum Beispiel noch ein Beispiel. Hier haben wir einfach eine Stickerei als Applikation benutzt. Mein absolutes Liebling ist der Löwe. Die Mähne von dem Löwen mit auch einem sehr, sehr dünnen Band genommen. Und hier, diesen Löwen könnten wir zum Beispiel mit dem Garn, was du empfohlen hattest, könnten wir das mal hervorragend umsetzen. Und ich liebe diese Stickerei. Ich liebe diesen Löwen. Ich glaube, wir machen die mal so einen Moment stoppen. Wo? Unten links. Ja, weil sonst hört man, glaube ich, ein bisschen. Matthias ist ein bisschen leise im Reden. Ah, okay, okay. Ja, sonst können wir auch noch zeigen, wir haben noch andere Stickereien mitgebracht, wie man die Oberflächen veredeln kann. Hier zum Beispiel haben wir die Quiltmuster genommen. Also das sind klassische Quiltmuster. Würdest du bitte an meine Seite kommen? Weil sonst gerne. Sonst haben wir das Problem, was man immer mit meinem Rücken hat, dass man den sieht, aber nichts, was man... Ja? Gerne. Diese Stickereien, die wir hier aufgestickt haben, das sind klassische Quiltstickereien, die wir jetzt hier genutzt haben, um die Oberfläche hier zu veredeln. Das heißt, ich könnte im Prinzip auch dieses Motiv, wie wir es da drüben machen, mit einem Volumenvlies nehmen und dann eben auch als richtige klassische Quilttechnik arbeiten. Genau, genau. Und das sind Motive, die wir jetzt bei uns hier in der Maschine zum Beispiel haben. Hier ist noch eine sehr, sehr besondere Stickerei auf einen Teil von der neuen Kollektion von uns. Und zwar hat das Leonid bei dir gelernt, Holger. Ja. Genau, hat er eine Stickerei entwickelt, die aussieht wie moderne Kunst. Und diese Stickerei ist auch bei dir im neuen Heft, glaube ich, richtig? Da haben wir es ein paar gezeigt, mit anderen Farben. Aber ich glaube, das war die allererste Idee und die hat er, glaube ich, dann noch verfeinert. Genau, genau. Oder, um jetzt hier die Beispiele fortzuführen, haben wir hier die Stickereien auch aus der Maschine kombiniert, auch mit verschiedenen Garnen kombiniert. Was auch wunderbar hervorragend aussieht. Und hier auch ein absolut hervorragendes Garn. Es wirkt sehr changierend und plastisch. Es hat aber kein Volumenvlies drunter, sondern es ist wirklich so, es fühlt sich wunderbar an und sieht auch wunderbar aus. Das ist so wie flache Fäden, ne? Genau. Ja. Genau. Und so eine Sachen kann man dann bei euch in den Kursen lernen. Kann man auch. Nicht unbedingt die Stickerei, aber wie man sowas designtechnisch ein bisschen umsetzt. Genau, kann man auch. Also wir sind noch dabei, die Konzepte auszuarbeiten. was wir dann konkret anbieten. Aber es geht in die Richtung der Nähanleitung, die wir bei uns auf der Seite haben. Mhm. In diese Richtung geht es. Okay, also genau, unterstützt sich wieder beides. Genau. Eure Mode plus eure Kurse. Genau. Okay, genau, wunderbar. Genau. Wir gucken doch jetzt mal, wie weit wir hier sind. Das sieht schon besser aus als vorher. Ja, nein, aber man sieht hier jetzt schon eben, wie das angeordnet wird. Das heißt, wir haben ja, das war unsere Startfläche und dann eben immer entsprechend eine Fläche nach der anderen angesetzt und immer das gleiche Prinzip. Das heißt, ich nähe das fest, klappe das raus und jetzt würde praktisch hier noch die letzte Fläche nämlich ankommen. Genau. Und deswegen ist es eine Übungssache, wie alle anderen Sachen auch. Das weiß ich und ich habe es bewusst den Norman mal machen lassen, der ja jetzt noch nicht technisch so versiert ist mit diesen Sachen. Nein, Quilten ist so weniger meins eigentlich. Aber du siehst, es ist sehr, sehr einfach und man muss sich eigentlich nur an diese Vorlage halten, die wir am Anfang gemacht haben. Was sich hier natürlich ganz gut macht, ist wirklich eine Applikationsschere, weil du besser in den Rahmen reinkommst. Genau. Also wie gesagt, immer mit Applikationsscheren. Normal haben wir das auch alles da. Ja. Ich habe nur die Kiste vergessen diesmal, wo alles andere drin ist, aber... Ich werde halt auch langsam alt. Ne? Also wie gesagt, hier mit den Techniken auch sehr einfach zu gestalten. Ja. Das einfach nur mal probieren. Wir haben diese Sachen, ich habe eine Anleitung, die werde ich nächste Woche, vielleicht noch morgen, ich muss ich noch vorm Urlaub machen, die laden wir auf die Seite hoch. Da ist auch noch mal so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung drin. Und das ganze Thema greifen wir auch im nächsten Heft noch mal etwas ausführlicher auf und werden darüber auch noch ein paar Sachen dann eben erklären. Und da haben wir nämlich auch dann vor, dass wir da auch noch wieder ein bisschen Folien noch mit reinbringen, um das einfach nochmal vielleicht in eine ganz andere Richtung zu gehen. Nicht die klassische Stoffquilt, sondern eben dann auch mit Folien oder mal mit Bedruckungen arbeiten. Also da wird sich auch noch einiges tun. Ja, das sind Sachen, die musst du halt üben. Ist wirklich so. Das ist eine Übungssache, ja. Aber dafür, dass du das allererste Mal das machst, das wissen wir. Das ist ich habe ihn aufs Glatteis geführt damit, muss ich dazu sagen. Weil ich habe gesagt, du probierst das einfach. Er wusste bis vor einer Stunde eigentlich noch nicht, dass er das machen soll. Probieren geht über Studieren, Ist so. So, und damit ich mir das nächste Mal nicht mehr weiß, was sie anhören darf, Britta fragt bitte nach einmal Großaufnahmen von dem schwarzen Kleid auf der Puppe. Von diesem? Ja. Okay. Du darfst auch gerne noch was dazu sagen, Matthias. Sehr gerne. Dazu stoppe ich noch mal kurz die Maschine. Das ist ein Kleid aus unserer neuen Kollektion, wie auch die Teile, die wir hier gesehen haben. Schaut gerne auf die Website bei uns vorbei, da kann man alle Outfits nochmal in groß sehen und auch anschauen. Oder natürlich gerne uns in Frankfurt besuchen im Laden. Da gibt es auch immer einen guten Kaffee. Genau, und hinter unserem Verkaufstresen haben wir unser Atelier. Das heißt, man kann uns bei der Arbeit zuschauen. Ist eine ganz tolle Sache, weil ich komme immer sehr gerne hin. Manchmal gehe ich auch sehr möglichst leise rein, dass man mich nicht merkt. Und gucke dann eben einfach mal, wo sind sie jetzt dran. Und Leonid fährt dann jedes Mal vor Schreck zusammen, wenn ich ungeschminkt auftauche. Also jedenfalls... Mittlerweile haben wir einen Sensor, wir hören es, wenn jemand kommt. Uns, ja. Nein, aber alleine schon diese verrückte Knüpfung des Kragens oben. Die Origami-Technik. Richtig, das sind so Teile, wo man sieht, mit wie viel Liebe ihr auch teilweise an Details rangeht, wo andere sagen, ja, ich mache einen Kragen oder ich mache einen Ausschnitt, fertig. Ja. Und diese, sagen wir mal, für manche unwichtigen Teile werden hier richtig, die sind eigentlich das Markenzeichen bei euch, glaube ich, auch diese verrückten Sachen, wie auch in deinem Hemd, dass man auch mal eine Tasche hat, die eben nicht wie eine Tasche aussieht, also alle Achtung. Ich komme gerne wieder rein. Danke, genau. Wir machen alles außer Basics, kann man sagen, und Liebe zum Detail. Und deswegen darf ich euch schon mal verraten, wenn nichts dazwischen kommt, im November seid ihr beide dabei. Ja. Und wir haben uns vorhin schon im Auto ein ganz tolles Thema ausgedacht. Das verraten wir aber nicht. Also wer das wissen will, der muss wirklich dann gucken. Aber dann kann man mal wirklich zwei Leuten, die aus dem Designbereich kommen, auch bei uns hier ein bisschen über die Schulter schauen, was sie mit Stickmaschinen alles so machen. Und dann unterhalten wir uns noch mal ausgiebiger über die Ruby 90, weil wirklich eine tolle Maschine. Und wie gesagt, wir haben hier zwei Top-Modelle stehen. Dann kommt natürlich jetzt wieder die, ja, sowas kann ich mir nicht leisten. Ich muss immer sagen, man muss ja auch noch ein bisschen Träume haben, auch beim Nähen, das sagen wir immer. Und irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo es heißt, Mensch, da kriege ich sie irgendwo jetzt so günstig, jetzt schlage ich zu. Ja. Und da muss man einfach nur mal schauen, schaut einfach mal vor Weihnachten in die Webseiten einiger Anbieter von Maschinen. Es wird mit Sicherheit wieder zu Weihnachten tolle Bundles geben, wo dann wirklich verrückte Sachen zusammengestellt werden. Einfach mal reingucken bei den verschiedenen Herstellern. So, jetzt kommen wir natürlich zu unserem Gewinnspiel. Also heute schaffe ich es tatsächlich mal, die Sendung zu überziehen. Wie hat Herr Kuhlenkampf immer früher gesagt, die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um 3 Stunden. Nein, so lange nicht, nein, keine Angst. Wir kommen jetzt zur Telefonfrage, zum Telefongewinnspiel. Der Name wurde gerade eben auch erwähnt. Und wie gesagt, wir suchen heute eine Person, die heute nicht da ist, die aber sehr bekannt ist hier von den Sendungen bei Blabla Café. Gerade eben vorhin hat sie gesagt, man soll das da mal näher zeigen. Und mehr wollen wir jetzt eigentlich nicht mehr verraten. Es müsste eigentlich klar sein, den wir suchen. Ja. Das weiß jeder. Ja, ich hoffe. Ja, die Nummer wird angezeigt, also anrufen. Ja, und das viel Glück. Ich drücke euch die Daumen. Also Gewinn ist heute wieder ein Joy mit 2 Folien dazu, mit der man dann gleich ein bisschen loslegen kann, mit verrückten Ideen. Das Programm dazu ist kostenlos im Web. Da kann man sich dann auf der Webseite von Cricut eben entsprechend seine eigenen Ideen schon ein bisschen umsetzen. Ja, wir haben, ich glaube, wieder hoffentlich viele Anregungen gegeben. Wir, wie gesagt, nicht jetzt jedes Detail, aber man sieht, was man alles machen kann. Und das ist eigentlich das Ziel auch immer unserer Sendung, ein bisschen anzuregen, mal zu probieren. Fragen waren auch ein paar. Es war heute ein bisschen wenig Fragen, aber es ist egal. Besser weniger als gar keine. Ein Zeichen davon, dass das Interesse für dieses Thema da ist. Und wir wollen das natürlich anschubsen. Es wird immer wieder gefragt, wo kriege ich denn noch mehr Informationen? Also wie gesagt, uns auch mal auf der Webseite angehen oder auch in der Facebook-Gruppe vom Fadenhexer und einfach mal eure Wünsche oder Fragen stellen. Ihr könnt immer Fragen stellen. Wenn wir es nicht gleich am selben Tag beantworten, müssen wir vielleicht auch manchmal erstmal probieren, aber es gibt eigentlich immer eine Antwort, wenn es Lösungen dazu gibt. Wir schreiben auch manchmal, das ist auch Achtung, manchmal auch eine persönliche Nachricht aus dem einfachen Grund. Es gibt Sachen, die müssen wir dann abklären. Da wollen wir gerne mit euch telefonieren. Dann wird angerufen, dann klären wir das auf dem Weg. Denn manchmal ist das einfacher als immer dieses Hin- und Hergeschreibe, weil man doch aneinander vorbeischreibt. Das sind die Möglichkeiten, die wir bieten. Das ist ja bei dir genauso. Und übrigens macht er auch ganz tolle kleine Videos, der Norman, wo man auch viele Sachen so im Detail mal sieht. Nicht jetzt in Langfassung, sondern eben einfach mal schnell, was ist machbar. Ja? Sehr gerne, genau. Nach der letzten Sendung hatten wir auch einige Anrufe, da wir ja die Markenbotschafter von Husqvarna Viking sind. Da kommen dann die Fragen, kann man das mit einer Husqvarna auch? Genau. Gerne hinwenden, die beiden wissen da super Bescheid. Und das ist auch mal toll. Und das, ich merke auch immer mehr, diese ganze Community-Sticken wird auch immer größer. Wir haben immer mehr, die sich mit beteiligen, auch sich gegenseitig helfen und dann natürlich, wie gesagt, auch Kurse besuchen. Wir haben jetzt am Wochenende wieder einen Kurs gehabt, einen ganz tollen in Karlsruhe, wo wir ganz viel erklärt haben zum Thema Digitalisieren. Was muss ich einstellen? Ich meine, einige, die hier sind, haben auch diese Kurse schon mitgemacht. Und es ist jetzt nicht so, dass wir da bombastische Sachen digitalisieren, sondern die Technik, was ist da alles drin? Ja, ich glaube, das habt ihr auch schon alle mit. Ich sag mal, wir haben es ja auch gemacht, Manu und ich, wir waren ja schon bei dir. Ich sag mal, die Basics, die müssen erstmal drin sein, die muss man erstmal verstehen, bevor man dann halt dementsprechend weiter aufbauen kann. Jetzt kommt unser Mobiltelefon, unser rotes. Achtung, nicht, dass ich die Kabel hier rausreiße. Wie viel mal muss ich klingeln lassen? Weiß nicht, du musst nur abwarten, bis es endet. Ah, Holger hier vom Fadenhexer, hallo. Jetzt habe ich das Telefon bald runtergerissen. Ne? Hallo, ist jemand dran? Hallo? Ich habe keine Verbindung. Okay, dann muss ich nochmal auflegen. Dann nehmen wir den nächsten. Schade. Hat wahrscheinlich vor Schreck aufgelegt. Ja. Fremde Schuld. Also der nächste bitte nicht wieder auflegen. Ich bin's. Jetzt klingelt es nicht mehr. Das ist eindeutig. Wenn ich jetzt loslaufe, dann klingelt es. So wie gestern im Kurs. Richtig. Na? 3 Mal. Hallo, hier ist der Fadenhexer. Eine tote Leitung. Es möchte keiner haben. Ich glaube, die Technik will mich ärgern. Oh. Aber wir klatschen mal, vielleicht wird es dann besser. Ja, guck. Für den Gewinner. Ja, Wir probieren so lange, bis wir jemanden dran haben. Aber es ist das erste Mal, dass wir so eine Störung hatten, oder? Nein! Nein? Ja, guck. Jetzt hat man sie sogar gehört. Ja, guck. Oh. Noch ein Tipp. Noch ein Tipp. Ja, noch Tipper mehr können wir, mehr tippen können wir nicht. Aber ich hoffe, ihr habt da heute wieder ein bisschen Spaß gehabt an der Sendung. Auf jeden Fall. Ja. Und wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn es im November klappt und dann machen wir Designsticken. Dass die Leitung auch richtig steht. Hallo, hier ist der Fadenhexer. Ich wusste, dass es nicht klappt. Hallo. Würde ich ja fast mal glatt behaupten. Das müssen wir noch mal überprüfen. Geben wir uns ein paar Minuten. Wenn der Jan nicht da ist. Das macht nichts. Aber Kevin fragt auch, gib mir noch eine Sekunde. Bei ihm sind es direkt Minuten. Ah ja, okay. Nein, das ist ja ganz einfach. Dann machen wir hier noch ein bisschen weiter. Du hattest ja auch noch mal mit der Stickerei gestern eine Frage. Da ging es ja um das Thema, kann ich mit meiner Maschine auch diese Musterungen benutzen, die in dem Shop sind. Ja. Weil da ging es ja darum, wir hatten ja bisher den Shop ausschließlich auf MySornet-Basis, also basiert Maschinen, die eben mit der Wolke arbeiten. Und da ist es jetzt eben so, man kann eben auch in den Shop hineingehen und sich auch Muster in verschiedenen Formaten, auch für ältere Pfaff- oder Husqvarna-Maschinen auch runterladen. Also das ist jetzt in der Zwischenzeit freigeschaltet und da gehören eben auch diese Tanten dazu. Also diese Damen. Na, die Damen. Die Damen, die Bestickten und dazu. Die Models kannst du schon sagen. Und da sieht man eigentlich auch, wie gut, wenn man digitalisiert, und das ist gar nicht mal aufwendig, also die Stickerei dauert keine 20 Minuten. Ja, das ist so weil es ist so raffiniert angelegt, man denkt, das läuft stundenlang. Da hat kein Muster mehr als 20.000 Stiche. Wahnsinn. Ja, obwohl sie relativ groß sind. Ja. Und das heißt, erklär das nochmal, weil das finde ich sehr wichtig. Das heißt, jeder kann sich so ein Abo kaufen, der eine Stickmaschine hat mit USB-Anschluss. Nein, das ist gar kein Abo, sondern du hast den Zugang zu dieser Library wie ein ganz normaler Mustershop. Du kannst dir deine Muster zusammenstellen zu einem Warenkorb, kannst die dann entsprechend runterladen in dem Format, was du benötigst, und lädst es auf einen Stick und dann in deine Maschine. Super. Ja. Und wer natürlich eine Maschine hat, die mit Wireless-Technik arbeitet, mit dem MySornet selber, da kann ich es eben auf Knopfdruck direkt vom PC an die Maschine schicken. Da muss ich noch nicht mal zwischenspeichern oder sonst irgendwas. Also das ist heute so super modern geworden, dass man eben auch den Leuten das anbieten kann, die sagen, ja, ich habe jetzt nicht so eine große, aber die Motive gefallen mir. Also man lässt auch keinen alleine damit. Das ist also was wichtig, der Trend, der immer mehr weiter in die Richtung geht. Es wird heute von allen Firmen oder auch besonders jetzt in dem Fall mit dem MySornet darauf geachtet, dass eben alle damit arbeiten können. Und das ist ein ganz toller Weg. Ja, genau, MySornet ist ja ein extra Produkt, gell? Es ist ein eigenständiges Produkt, aber es wird immer verwechselt. Gut, die Maschinen von Pfaff und Husqvarna und auch von anderen werden kommen, dass man mit Wireless arbeitet, aber es ist, wie gesagt, für alle benutzbar, weil es eben nicht mehr nur für das eine Produkt ist. Die haben natürlich Optimierungen drin für die beiden Produkte, klar, weil es davon entwickelt ist. Aber MySornet schließt eigentlich niemanden aus. Jeder kann also da reingehen. Es gibt sogar ein kostenloses Programm, was ganz, ganz wenig zwar kann, aber man kann damit einfach mal probieren, um zu testen, gefällt mir das überhaupt. Aber das Schöne ist, du hast ja, egal welche Maschine du hast, du kannst ja in jedes Stickformat exportieren. Ja, deswegen. Also wie gesagt, das macht sich gerade so für Manu und mich zum Beispiel, weil wir die Shops betreiben, ganz gut. Ja. Du kannst alle Formate bedienen und das ist halt das Schöne. Und du kannst auf Sonderwünsche eingehen. Bei manchen Sachen muss man rumexperimentieren, weil nicht alle Maschinen gleich funktionieren, weil manche unterschiedlich anfangen. Aber du kannst wirklich viel machen mit der Maschine, also auch generell mit der Software. Also deswegen, wie gesagt, also ruhig mal reinschauen auf die Seite, das ist überhaupt nicht kein Problem. Man kann auch so ein Konto anlegen, was wir zum Beispiel auch schon gesehen haben, das war eine Quiltgruppe, die haben sich ein Konto zusammen angelegt. Ist halt immer ein bisschen gefährlich, weil dann immer alle an alles ran können. Aber wenn die Gruppe sich einig ist, dann können die das benutzen, um auch ihre Muster untereinander ein bisschen auszutauschen über die Wolke. Und dann kann man wieder runterladen auf den Stick. Also da gibt es so wahnsinnig viele Möglichkeiten. Mit der Wolke meinst du jetzt die Cloud, dass es einfach in der Cloud ist, gell? Ja, aber meine Wolke mit Mustern. Ja, ja. Das ist immer, das muss man immer ein bisschen dazu sagen, weil immer auch ein bisschen so Cloud und sowas, das kenne ich nicht, das weiß ich nicht so richtig. Keine Angst vor diesen Techniken. Also ich bin auch immer früher sehr skeptisch gewesen, wenn was Neues kam. braucht man das? Ja, brauche ich nicht. Also im Prinzip brauchen tut man gar nichts. Ich brauche auch keine neue Pfanne. Trotzdem kaufe ich mir ab und zu eine neue, weil es schöner ist, wieder damit zu brutzeln. Ja. Und das ist bei Software genau das Gleiche. Je mehr ich damit machen kann, umso mehr Kreativität entwickle ich ja auch. Und das ist ja das, wo wir alle sein, was wir alle sein wollen. Kreativ. Und dann kommt natürlich wieder, ach, ich bin doch nicht kreativ. Das ist doch, Sie sind kreativ, wenn Sie die Farbe auf einmal dahin setzen. Das ist ja auch schon kreativ, weil ich verschiebe nach meiner Idee etwas woanders hin. Ja. Jetzt weiß ich nicht, kommen wir noch mit dem Telefon? Ja, gib mir noch ein paar Minuten. Ja. Manuela will was sagen. Die Zuschauer darauf hin, dass die Stickdateien, dass der Grundsatz bei den Stickdateien, dass die nicht getauscht werden dürfen eigentlich, ne? Ja gut, weil also, ja, ich meine, das haben wir schon so oft erwähnt. Ich glaube, das wird langsam... Nee, das begreifen die nie. Ja. Entschuldige, aber es ist so. Ja, also diese... ich weiß nicht, ob man dein Mikrofon gehört hat, also wir haben dich nicht gehört, also, aber ich gehe mal von aus, die Zuschauer haben es. Gut, ich kriege ein zustimmendes Nicken. Das ist also so, gut, sie weist nochmal darauf hin, wir können es auch nochmal erwähnen. Wichtig ist eben, diese Musterungen, die dort runtergeladen werden können, sind zu dem Eigenbedarf, nicht dazu, sie zu verkaufen, weiterzugeben oder mit jemand anders zu tauschen. Und ganz wichtig ist nochmal der Hinweis, wir haben es gestern aber wieder im Kurs gehabt, Musterungen, die rechtlich geschützt sind, die darf ich, wenn ich sie zur Verfügung gestellt bekomme durch eine Nähmaschinenfirma, darf ich sie für mich, für meinen eigenen Bedarf sticken. Ich darf das auch anziehen, egal wo, aber ich darf das nicht in einer dritten Variante veräußern. Das heißt, ich darf da nicht einfach was mit besticken und dann verkaufe ich das bestickte Teil. Das darf man nicht. Ja? Da hatten wir zwar eine Diskussion mit einer Dame, die hat in Bremen irgendwas gefunden, dass man das darf. Nein, es ist nicht. Wenn der, es gibt Stickmusterverkäufer, die sagen, okay, du kannst das Muster 7, 8 Mal verkaufen. Du kannst es auch als Verkaufslizenz bekommen. Dann ist es halt teurer. Es gibt es, aber da muss ich eben genau schauen, was hat der Anbieter der Software, der Stickerei für Daten hinterlegt. Ja, also da kann ich dann sehen, aha, ich darf es zum Weiterverkauf nutzen, dann kostet es halt eben, da gibt es dann sogenannte offene Lizenzen, da kann ich dann das so beliebig oft machen, wie ich möchte, die sind aber natürlich entsprechend teurer. Gibt es aber überall, das gibt es auch bei Fotosachen, dass ich Fotos für ein Projekt einmal benutze oder ich sage, ich brauche das für alle möglichen anderen Sachen, dann kann ich natürlich, dann kann ich auch eine Open License kaufen, wie sie so schön heißen. Und die gehen aber dann manchmal bis in die Hunderte, bis in die Tausende, je nachdem, was damit verbunden ist an Rechten. Eine Stickdatei für 2.000 €, das wär's doch mal. Macht dich ja auch nicht glücklich. Nein. Okay, also ich glaube, mit dem roten Telefon, das klappt heute nicht, oder? Ich fürchte nicht. Er fürchtet nicht, höre ich so. Tja. Und nun? Okay, was machen wir dann? Dann würde ich doch sagen, am Freitag ist wer da? Am Freitag ist die Inge da. Ja, dann, dass wir das vielleicht dann von der Inge noch mitverlosen lassen. Dass wir das bei der Inge noch mitverlosen lassen? Ja. Na, die wird sich freuen. Dann wird sie mehr telefonieren als moderieren. Na, das glaube ich. Es war ein Vorschlag. Ansonsten machen wir das anders. Ich persönlich bin damit d'accord. Ja, von der Regie kommen keine Informationen. Also wir könnten auch ein Chat-Gewinnspiel machen. Oder ein Zoom-Call. Ein Chat-Gewinnspiel, na gut, dann machen wir ein Chat-Gewinnspiel. Wenn es mit dem Telefon nicht klappt, dann sagen wir ab jetzt, der 25. Chat-Beitrag wird das gewinnen. Nein, das könnte man ja... Du musst eine Frage. Ich muss eine Frage stellen. Eine Frage. Müssen eine andere nehmen diesmal. Ja gut, dann nehmen wir eine andere. Weil das ich würde dann gerne eine stellen. Ich habe eine vorbereitet. Ah, gut. Aber ich darf die Lösung zur anderen sagen. Das wäre einfach nur Britta gewesen. Es wäre Britta gewesen, in der Tat. So, neue Frage, Chat-Gewinnspiel. Also die Antwort in den Chat schreiben. Die Frage lautet, wann war die erste Sendung der Fadenhexer mit Datum? Knifflig. Sehr gute Frage. Knifflig. Das ist eine knifflige Frage, das wüsste nicht mal ich. Unter den ersten 6 Antworten, also richtigen Antworten, wird dann ausgewürfelt. Okay, dann machen wir das so. Ja, die Regie hat mehr Erfahrung als ich, muss ich dazu sagen. Die machen mehr Gewinnspiele als ich. Ich nehme immer teil und gewinne nichts. Dann machst du irgendwas falsch, Holger. Ja, sag das mal dem deutschen Lotto-Blog. Die nehmen immer andere Zahlen, als ich habe. Du hast ein schönes Heft heute noch gar nicht gezeigt. Doch, das Heft hatte ich vorhin schon mal hochgehalten. Ja, dann schlag das doch mal auf. Was soll ich denn aufschlagen? Da sind doch ganz tolle Sachen drin. Ah ja, gut, okay, dann machen wir das hier doch mal. Das haben wir durch Zufall nebeneinander. Ja, guck mal. Ja, guck an. Das heißt, wir haben hier das, was der Leonid, der Matthias vorhin gezeigt hat. Das ist dieses Originalmuster mit Glanzfaden. Und hier nebendran haben wir diese Jingle Balls. Ja. Wie wurde das denn hier gemacht? Mit verschiedenen Farben an Garn oder dieses? Ja. Beides und dann Freihand. Da haben wir das Tablett genommen. Ja? Oder cool. Also Leonid, genau, hat das ja bei dir im Kurs gemacht, hat Freihand die Stickerei kreiert. Ja, also deswegen, wie gesagt, man kann so viel machen. Also wir könnten eigentlich im Prinzip 365 Tage im Jahr die Sendung machen. Okay. So, wir haben mehr als genug korrekte Antworten. Okay, das heißt, ich muss jetzt würfeln. Lieber Fadenhexer. Walte deines Amtes. Jawohl. Und ihr wisst, wer das ist, dann? Okay. Dann wissen wir das. Der Dritte. Oder die Dritte. Das müsste... So, die Dritte ist Veronika Fröhlich. Veronika Fröhlich. Da wünschen wir doch viel Spaß mit dem neuen Cricut Joy und gratulieren natürlich, dass du ganz viele tolle Sachen damit entwickelst. Der Cricut Joy kommt, wie gesagt, gleich mit 2 Folienrollen, mit denen du entsprechend schon probieren kannst. Und wenn wir das natürlich irgendwann mal auf unserer Facebook-Seite sehen könnten, was du damit so machst, wäre das ganz toll. Und wenn da Fragen sind, natürlich auch gerne an uns stellen oder eben auch an die Damen und Herren von der Firma Cricut. Die haben auch ganz tolle Leute, die einem da weiterhelfen, wenn Fragen sind oder an den Norman gehen. Also auch da immer wieder Hilfe. Ja, und dann haben wir es wegen dem roten Telefon heute wirklich mal geschafft zu überziehen, aber das macht nichts. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, der Heidi, dem Norman, dem Matthias. Danke. Und auch an Frau Bertha Bauer, die dort hinten sitzt, unsere Manuela. Nein, also es ist, im Chat heißt sie manchmal Bertha Bauer. Und natürlich an das ganze tolle Team hier wieder mit den Kameras, die uns unterstützt haben. Auch an die Regie, die uns den Abend mit dem roten Telefon gerettet hat. Und natürlich an unsere Thekenkraft, ja, der übrigens auch ein ganz fantastisches T-Shirt anhat mit einer Stickerei und geplottet vom Norman. Okay. Wir wünschen euch einen tollen Abend, kommt gut durch die nächste Zeit, bleibt gesund und wir sehen uns wieder. Bis dann. Tschüss. 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 Wenn euch die Sendung gefallen hat, hinterlasst ein Like und kommentiert das Video. Dankeschön.